Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Utopischen Raumes begrüßen. Der Utopische Raum ist eine Koproduktion, und Sie sehen das hier an den Tafeln, des Instituts für Sozialforschung, der Frankfurter Rundschau und der Stiftung Medico International. Mein Name ist Thomas Gebauer, ich bin Mitglied im Kuratorium der Stiftung Medico International. Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind. Wir waren ein bisschen in Sorge. Das Thema ist ja nicht so einfach, es ist ein bisschen sperrig und dann ist auch noch Corona-Zeit. Aber dass jetzt so viele Leute hier in dem Saal sind, wir uns hier nicht verlieren, das ist schon fast überwältigend. Ich will Sie nochmal ganz herzlich alle begrüßen. Sie werden es gemerkt haben, es ist recht kalt. Uns ist angekündigt worden, es sei noch viel kälter und wir sollten uns sputen, also nicht so lange reden. Ich will mich daran halten, aber der Grund ist natürlich naheliegend, ist klar. Wir werden jetzt auch bei den ganzen Überlegungen, die wir anstrengen, immer daran erinnert werden, dass nicht weit von hier Krieg herrscht und deshalb auch Energiekrise herrscht und wir hier eben auch dann mit nur 19 Grad zurechtkommen müssen. Das ist eine klare Folge. Manche haben vielleicht ihre Garderobe mitgenommen und können sie hier anziehen. Wenn es ihnen zu kalt wird, machen sie das gerne. Ich möchte begrüßen besonders die hier anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats. Dann haben sich angekündigt Vertreter der Bundeszentrale politischer Bildung, die ich jetzt nicht getroffen habe. Und natürlich möchte ich begrüßen alle Vortragenden, die heute und morgen dann und übermorgen aktiv sein werden auf unserem Symposium und etwas sagen werden. Ich hätte gerne auch die Dezernentin, die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt begrüßt, Frau Dr. Ina Hartwig. Sie ist erkrankt, sie ist krank, hat jetzt schon einige Termine nicht wahrnehmen können und lässt uns die besten Grüße ausrichten und ich glaube, wir können auch das zurückgeben und ihr die besten Genesungswünsche schicken. Wir haben auch Grüße bekommen von der Bürgermeisterin Nagis Grünberg-Eskanderi, die auch gerne gekommen wäre, aber nicht es sich dann so kurzfristig einrichten konnte, aber entsprechend uns viel Erfolg wünscht. Und das finde ich auch schon gut. Ich möchte mich bedanken bei der Stadt insgesamt, die uns ja freundlicherweise diese Paulskirche zur Verfügung gestellt hat, dass für diesen Auftakt dieses Symposiums und die uns dann auch später, Sie werden es vielleicht schon vernommen haben, zu einem Glas Wein in der Mandelhalle einladen wird. Ganz herzlichen Dank an die Stadt. Nur die Paulskirche ist ja nicht irgendein Ort, auch diese Stelle hier oben ist ein bisschen ungewohnt, auch für jemanden wie mich, dann hier mal zu reden. Und Paulskirche ist einer der zentralen Sprechstellen Deutschlands und von der ist ja in den zurückliegenden Jahrzehnten eine ganze Menge an großen und wichtigen Debatten ausgegangen, die dann auch in ganz Deutschland geführt worden sind. Ich will erinnern an die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit, an die Notwendigkeit, über die nationalen Grenzen hinauszuschauen. Die Wehrmachtsausstellung hat hier auch ihren Auftritt gehabt. Die Auseinandersetzung mit den Folgen des Kolonialismus, alles und oft verbunden mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Wenn Sie die Zeit haben, dann gehen Sie mal unten in die neue Dauerausstellung und erfahren sehr viel über die Paulskirche. Die ist gerade neu eingerichtet worden und ist eine sehr gute, eine wunderbare Ausstellung, die den Rückblick wagt, etwas zur Architektur sagt, aber auch nach vorne schaut und deutlich macht, was die Zukunft dieses Saales sein kann. Ob nun unser Symposium diese Wirkung erzeugen wird, das will ich mal dahingestellt lassen. Wir können es nur hoffen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn auch dieses Thema, was uns heute beschäftigt, etwas an Fahrt aufnehmen würde. Die große Resonanz, die wir im Vorfeld dafür bekommen haben und erfahren haben, lässt jedenfalls hoffen. Die Frage nach den Chancen eines Weltbürgerinnentums scheint offenbar doch zu den Fragen zu gehören, die viele
von Ihnen, von uns beschäftigt. Und gerade mit Blick auf die heutigen Verhältnisse, wo wir manchmal hören, dass man sich die Ideen von einer globalen Gemeinschaft abschminken könne, weil alles wieder zerfällt in Nationalismen, ist es, glaube ich, umso notwendiger, genau darüber nachzudenken und die Idee von einer von Kosmopolitismus hochzuhalten. Ich will jetzt dazu nicht mehr sagen, da wird uns gleich Stefan Lessenig in das Thema einführen und dann auch durch den heutigen Abend uns begleiten. Stefan Lessenig ist der neue Direktor des Instituts für Sozialforschung, über dessen Ernennung wir uns sehr gefreut haben und dem wir an dieser Stelle auch mal alles Gute für seine weitere Arbeit in Frankfurt wünschen können. Ich will zuvor noch etwas zu dem Ort unserer Zusammenkunft sagen, also hier zur Paulskirche. Denn dass wir hier sind, kommt nicht von ungefähr. Sie alle wissen, dass nächstes Jahr das Jubiläum der ersten Nationalversammlung 1848 hier in Frankfurt begangen wird, also 175 Jahre Paulskirchenversammlung, dann ein Jahr später 175 Jahre die erste Nationalverfassung. Wir meinen, und das ist eine ganze Gruppe von Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass wir dieses Ereignis, diese Ereignisse durchaus auch aus der Stadtöffentlichkeit, aus der Gesellschaft begleiten wollen. Dass wir auf der einen Seite durchaus natürlich die Errungenschaften, die damit verbunden sind, also rechtsstaatliche Prinzipien, auch Demokratieideen, würdigen und immer wieder deutlich machen in ihrer Bedeutung, aber auch darüber hinaus schauen wollen und deutlich machen, dass Demokratie ja nie etwas ist, was fertig ist, sondern was stetig weiterentwickelt werden muss, sich entsprechend der Umstände, die in der Welt herrschen, dann auch neu gestaltet und neu gefasst werden müssen. Es gibt Ideen, wie man Demokratie in Richtung partizipativer Methoden weiterentwickelt. Und es gibt vor allem die Frage, wie denn eigentlich unter den globalisierten Verhältnissen heute globale Demokratie verstanden werden könnte. Etwas, was viele Leute im Munde führen, aber ohne eine richtige Idee davon zu haben, was es ist. Dieses Netzwerk Paulskirche ist aus vielleicht 35 Organisationen zusammengesetzt. Es wird im nächsten Jahr viele Veranstaltungen machen. Es sind darunter eben Organisationen wie Mehr als Wählen, die Demokratiekonvente, Bürgerinnenkonvente betreiben. Es sind dabei Menschen, die sich mit der kolonialen Vergangenheit Frankfurts auseinandersetzen, die Orte der Demokratie, die es hier gibt, verteidigen, also sprich die Saalbauten, die manchmal nicht in dem Bewusstsein der Leute sind, was das eigentlich für Möglichkeiten sind, um sich zu versammeln. Viele andere Ideen mehr und alles das, ich sage das mal, ist hier in dieser Broschüre als in einem Gesamtkonzept dargestellt und die liegt auch unten aus und sind auch Vertreter dieses Netzwerkes hier, die dazu etwas sagen können. Der utopische Raum nun war ein bisschen leichtfertig, muss ich sagen. Er hat, als die Stadt überlegte, was könnten wir machen, hat der utopische Raum vorgeschlagen, ja, dann lass uns doch so etwas wie eine globale Versammlung machen. Das ist ja letztendlich die logische Fortsetzung dessen, was 1848 begonnen wurde. Damals ging es darum, die feudale Kleinstaaterei zu überwinden, durch Bildung einer Nation auf der Grundlage einer Verfassung. Und heute, wo wir sehen, dass die Nationalismen überhand nehmen und die Welt fragmentiert, müsste es eigentlich darum gehen, genau diese nationalistischen oder die nationalen Beschränkungen anzugehen und darüber nachzudenken, was denn etwas Globales meinen könnte. Ich habe leichtfertig gesagt, weil das natürlich ein Riesenanspruch ist, der sich nicht so einfach umsetzen lässt, aber wir denken schon, dass es möglich ist, Menschen aus allen Teilen der Welt einzuladen, die hier nach Frankfurt kommen, und dann gemeinsam darüber beraten, was denn das ist, was die verschiedenen Lebenswelten, die Vielfalt, die in der Welt existiert, dennoch miteinander verbindet, was universelle Werte sind und wie wir auch Menschen auf diese Werte gemeinsam verpflichten können. Es ist noch nicht so weit, das wird nächstes Jahr stattfinden, aber und wir haben auch gesagt, bevor wir letztendlich dann ins Gespräch mit vielen Menschen aus aller Welt kommen, wollen wir uns zunächst auch mal hier in Deutschland mit Wissenschaftlerinnen, Kulturschaffenden und anderen zusammensetzen, um darüber nachzudenken, was denn mit Kosmopolitismus von unten gemeint sein kann. Und das ist der Grund für das Symposium, was wir heute hier beginnen und was in den beiden folgenden Tagen dann sich fortsetzt.
Wir haben dazu ein umfangreiches Programmheft, ich zeige das auch nochmal, angefertigt, aus dem Sie viele Informationen übernehmen können, nicht nur über das Programm selbst, sondern auch über die Referierenden, die Vortragenden, die Mitwirkenden. Deswegen müssen wir die auch nicht alle immer jetzt umfassend vorstellen, sondern wenn Sie etwas erfahren wollen, wer etwas sagt, dann schauen Sie da rein. Es sind auch Informationen zum Ort und den Orten des Symposiums darin versammelt. Also einmal zur Paulskirche natürlich, darüber wissen Sie sehr viele, aber wir wechseln dann morgen in einen, wie ich finde, zweiten Ort von großer Bedeutung für die deutsche Demokratiegeschichte. Das ist das Studierendehaus, Studierendenhaus, früher hieß es Studentenhaus, Studierendenhaus, was jetzt in ein offenes Haus der Kulturen umgewandelt werden wird. Dort werden wir morgen im Festsaal tagen und etwas auch dann zur Bedeutung dieses Hauses von Sidonia Plättler dann hören. Sie wird uns etwas berichten. Auch dort können Sie das Haus in Augenschein nehmen. Auch dort gibt es Ausstellungen zum Beispiel, die sich lohnen anzuzuschauen. Ich möchte mich zum Abschluss dann bedanken bei denen, die uns dieses Symposium ermöglicht haben. Das ist einmal die Bundeszentrale für politische Bildung, aber es ist auch das Land Hessen, ohne deren Zuwendungen nichts möglich gewesen wäre. Ich möchte mich bedanken bei den Mitwirkenden, nicht nur aus den eigenen Organisationen, die vieles dazu beigetragen haben, dass wir sowas machen können, bei dem utopischen Raum, bei der Planungsgruppe, sondern auch bei dem Festival Politik im Freien Theater. Es findet ja parallel statt, zeitgleich, und wir haben viele Ideen gemeinsam weitergetrieben und werden uns auch gegenseitig unterstützen. Beim Offenen Haus der Kulturen, beim Aster der Universität und ich wiederhole mich noch einmal bei der Stadt Frankfurt, die, und das will ich auch noch erwähnen, uns eben nicht nur jetzt hier die Paulskirche zur Verfügung gestellt hat oder zur Verfügung stellt und uns dann später einlädt zu einem Umdruck, sondern die auch das Geschehen, was nächstes Jahr stattfinden wird, großzügig unterstützt, finanziell unterstützt, auch die globale Versammlung. Auch dafür noch ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen und uns allen jetzt interessante und fesselnde Debatten und übergebe dieses Pult, Stefan Lessenich, an den Direktor des Instituts für Sozialforschung. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen erträglich. Hier klingt es etwas komisch. Auch der Ort hier, Thomas Gebauer hat es schon angedeutet im Subtext, wirkt sehr nach Spitze und Zentrum und ist sozusagen für einen demokratischen Diskurs ja gar nicht so unmittelbar einsichtig geeignet. Denke aber doch, dass der Ort hier, wie auch schon angedeutet, genau der richtige ist, um das zu betreiben, was wir heute hier vorhaben. Herzlich willkommen. Ich möchte mich auch anschließen den Genesungswünschen an Frau Dr. Hartwig. Sie musste schon vergangenen Samstag ihre Teilnahme am Tag der offenen Tür des Instituts für Sozialforschung krankheitsbedingt absagen. Und wir wünschen ihr baldige Genesung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Organisationsteam des Utopischen Raums und der Tagung in den nächsten beiden Tagen, dass sie mich eingeladen hat, diesen Abend hier mit zu gestalten. Das ist mir wirklich eine große Ehre und in gewisser Weise auch eine Herausforderung. Ich schließe mich der Freude an, dass Sie zahlreich gekommen sind. Und meine Aufgabe wird jetzt erst sein, obwohl ich gar nicht zum engeren Organisationsteam dazugehört habe, einen kurzen einführenden, rahmenden Beitrag zu lassen, wirklich kurz. Danach wird Sheila Ben-Habib zugeschaltet werden. Wir hoffen, dass das auch gut klappt, nach kleineren technischen Schwierigkeiten, die ganz normal sind in der unmittelbaren Vorbereitung solcher Anlässe. Und dann, wie das Programm auch ausweist, werden wir unten auf dem Podium, also von ihr aus wirklich unten auf dem Podium, von Ihnen oben auf dem Podium, dann gewisse Fragen, die Sheila Ben-Habib dann auch rahmend hier nochmal einführen wird, vertiefen. Von meiner Seite nur kurz,
muss man vielleicht sagen, das ist für einen Soziologen fast schon rufschädigend, banal und auch irgendwie vorurteilsbestätigend ist, das Zeitalter, neuerlich ein Zeitalter der Krisen auszurufen, die Gegenwart, die gesellschaftliche Gegenwart als Krisenzeitalter, als Zeitalter multipler Krisen, nämlich sich wechselseitig verstärkender, kumulierender, verschränkter Krisen auszuweisen. Doch sei es drum, ich gehe dieses Risiko der Banalität gerne ein. Die gesellschaftliche Erfahrung der vergangenen anderthalb Jahrzehnte in den reichen, demokratisch, wohlfahrtsstaatlich verfassten Kapitalismen, also dem der Region der Weltgesellschaft, die man früher als die westliche Welt bezeichnet hätte, die gesellschaftliche Erfahrung in diesem Sozialraum ist in den letzten anderthalb Jahrzehnten und zunehmend eine der permanenten Krisen gewesen. Und zuletzt eigentlich, man kann das relativ genau datieren, auch auf den Beginn des Jahres 2020 und dann auf den Beginn dieses Jahres, zuletzt auch eine Erfahrung eigentlich des permanenten Ausnahmezustands gewesen. Wir haben erlebt, wem sage ich das, eine Abfolge von sich beschleunigenden Krisenphänomenen, von der vielleicht ausgehend, obwohl auch das ein willkürlicher Ansatzpunkt ist, ausgehend von der Finanzkrise 2007-08 über die, nennen wir sie so, Migrationskrise der Jahre 2015-16, dann, wie gesagt oder angedeutet, die Corona-Krise und jetzt die Energiekrise, die nochmal eine besondere Qualität hat, weil sie eigentlich eine vorweggenommene Krise ist, die noch gar nicht eingetreten ist, aber am Horizont erscheint. Uns überformt werden diese, ja, zumindest teilweise ereignishaft dann auch gegründeten Krisen, überformt werden sie durch Dauerkrisen, wie beispielsweise selbstverständlich die Klimakrise oder auch die Genderkrise, die Krise der Geschlechterverhältnisse, namentlich eine Krise von etablierten Formen der Männlichkeit. Und all das hat, meines Erachtens, kann man das so sagen, zu einer veritablen Identitätskrise jenes Vergesellschaftungsmodells geführt, das sich in diesen Breitengraden über die vergangenen 5, 6, 7 Jahrzehnte etabliert und institutionalisiert hat. Eine Identitätskrise des Modells, die auch eine Identitätskrise, weil Modelle haben keine Krisen, eine Identitätskrise von tragenden Institutionen dieses Modells ist und dann auch der sozialen Klassen, Milieus, Positionen, wie auch immer Sie das nennen wollen, die dieses Modell in den vergangenen Jahrzehnten, im vergangenen halben, guten halben Jahrhundert getragen haben. Das ist der Kontext, vor dessen Hintergrund man, glaube ich, sagen kann und muss, das ist ja auch schon von Thomas Gebauer angedeutet worden und ja auch kein Geheimnis, dass Idee und Projekt des Kosmopolitismus selbst auch in die Krise geraten ist oder sind. Und man kann vielleicht auch sagen, muss vielleicht auch sagen, nicht nur in die Krise, sondern tatsächlich auch teilweise in Misskredit geraten ist, geradezu in Verruf geraten ist, in jedenfalls einem Teil der öffentlichen Debatten. Und das interessanterweise, das halte ich in der analytisch schon für relevant als Rahmung, das interessanterweise nicht nur von rechts sozusagen in Verruf geraten, diese Idee, dieses Projekt, also von Seiten der üblichen Verdächtigen, könnte man sagen, die in der öffentlichen Debatte gerne als RechtspopulistInnen etikettiert werden, was meines Erachtens analytisch nicht so weiterführt, aber analytisch weiterführender ist auch von diesem Milieu als regressiven RebellInnen gesprochen worden oder libertäre Autoritäre. Also von rechts oder von diesen Seiten ist die Idee des Kosmopolitismus und auch Versuche sozusagen seiner gesellschaftlichen, sozialen Etablierung, der Institutionalisierung in Verruf geraten, aber auch von links. Und zwar wissenschaftlich wie auch politisch. Und ich denke, man muss nur solche Formeln wie den von Nancy Fraser geprägten Begriff des progressiven Neoliberalismus erwähnen, dass man weiß, auch von linker Seite sind Ideen des Kosmopolitismus, die zum Teil von oben etabliert worden sind oder versucht worden sind zu etablieren, in die Kritik geraten. Und man muss auch sagen, der Kosmopolitismus, das ist jetzt meine persönliche Position und die ist ja hier oben auch gefragt für diesen Anlass, ist auch nochmal in die Krise geraten und
gewisser Weise fraglich geworden durch die Realgeschichte und die Realpolitik der letzten Monate und einer sich jedenfalls teilweise kosmopolitisch verstehenden Regierungsrepräsentation, gerade in der Bundesrepublik Deutschland, wo also die Antwort auf Wladimir Putin die deutsche Antwort Anton Hofreiter heißt. Das als Rahmen gesetzt, die offenkundige Krise und öffentliche Kritik auch des real existierenden Kosmopolitismus gewissermaßen, ist die historisch konkrete Konstellation, in die nun der utopische Raum mit der Auftakttagung für, wenn ich recht sehe, das vierte Jahresprogramm nun stößt. Und wie aus dem Programm unschwer zu erkennen ist, wenig überraschend, ist diese Tagung gedacht, geplant und sie wird das wohl auch werden, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Diese Tagung soll sein ein Plädoyer und auch eine Bühne für einen Kosmopolitismus von unten. Das heißt einen, verzeihen Sie mir einige Fachbegriffe, einen nicht-hegemonialen, einen demokratischen Kosmopolitismus, der auf die, mit Etienne Balibar gesprochen, Gleichfreiheit aller, also im weltgesellschaftlichen Maßstab setzt und der Vielfalt mit Verbundenheit zusammendenken, zusammenbringen möchte, der die Pluralität sozialer Lebenswelten mit der Universalität rechtlicher und moralischer Normen in Einklang zu bringen versucht. Den analytischen Hintergrund dieses Vorhabens, und das ist auch titelgebend für die Tagung und auch für den heutigen Abend, der analytische Hintergrund ist die Diagnose eines gespaltenen Kosmopolitismus. Man könnte sagen, eines doppelten oder zweiwertigen Kosmopolitismus, nämlich eines von oben, eines elitären Kosmopolitismus von oben und eines prekären, wird er zum Teil genannt, eines demokratischen Kosmopolitismus von unten. Diese Gegenüberstellung oder diese Zweiteilung von kosmopolitischen Wollungen und Bestrebungen teilend, denke ich, sollte man analytisch noch ergänzen, diese Diagnostik durch die Tatsache, dass auch die Partei des Nationalismus, des autoritären Nationalismus gespalten ist. Und auch, dass es dort ein Oben und Unten gibt von autoritären, nationalistischen, regressiven Reaktionen auf, wenn man das so deuten möchte, kosmopolitische Intentionen. Und da bin ich dann schon bei der zweiten soziologischen Banalität, nämlich an dieser Stelle wäre ich dazu geneigt, qua professioneller Deformation ein Vierfelder-Schema hier zu projizieren. Das werde ich schon mangels technischer Möglichkeiten nicht tun, aber gedanklich möchte ich das Vierfelder-Schema sehr wohl aufmachen. Ich werde gleich mich von diesem Schematismus auch wieder distanzieren, aber ein Vierfelder-Schema, das durch die Verschränkung von zwei Dimensionen dann gebildet würde, nämlich durch die Dimension wohin und woher. Wohin meint, wo soll eigentlich die gesellschaftliche Reise hingehen, also in Richtung auf einen reaffirmierten Nationalismus oder einen revitalisierten Kosmopolitismus. Und das wäre sozusagen die eine Dimension, die dieses Vierfelder-Schema in ihrer Doppelwertigkeit dann bildet, also Nationalismus, Kosmopolitismus. Und dann, woher, wo kommen die Impulse für diese gesellschaftliche Entwicklung Richtung Nationalismus oder Kosmopolitismus? Und für dieses Woher stehen dann die beiden Dimensionen von oben oder von unten. Und dann haben wir eben Kosmopolitismus von oben, von unten, Nationalismus von oben, von unten. Und derart zugegeben schematisch gesehen steht der Kosmopolitismus von unten oder ein Kosmopolitismus von unten eben nicht nur einem Kosmopolitismus von oben gegenüber, und auch nicht nur einem Nationalismus von oben, sondern auch einem Nationalismus von unten. Und das hat meines Erachtens Konsequenzen, also sich genau diese Konstellation zu vergegenwärtigen und den Kosmopolitismus von unten nicht nur im Konflikt, und zwar nicht nur im Streit, sondern wirklich im massiven Kampf gegen oben zu verankern, sondern auch sozusagen diese horizontale Dimension mit einzubeziehen, das hat meines Erachtens weitreichende Bedeutung. Nicht nur theoretischer Natur, um die geht es hier ja heute zu diesem Anlass gar nicht, sondern praktisch politischer Natur. Denn wenn man diese Perspektive so erweitert, dann kommen einige Zweifelsfragen ins Spiel und ich möchte nur zwei davon benennen, um dann auch in der Zeit zu bleiben, die mir gegeben wurde, die hier im Rahmen des Programms vorgesehen ist. Zwei
Zweifelsfragen benennen, die eigentlich zwei Beziehungsprobleme dann auch adressieren. Zum einen muss, glaube ich, gefragt werden, wo eigentlich ein Kosmopolitismus von unten an seine Grenzen stößt. Und zwar an die Grenzen seiner politisch-sozialen Effektivität. Und ob ein Kosmopolitismus von unten nicht irgendwann in seiner Entwicklungsdynamik von einem Kosmopolitismus von oben abhängig ist. Nämlich bei der Frage dann spätestens der Institutionalisierung von kosmopolitischen Anliegen in Form von internationalen Regimen oder von der Institutionalisierung rechtlicher Normen. Also ist dieser Kosmopolitismus von unten, der quasi automatisch besser beleumundet ist als der von oben, ist er nicht letztlich von dem von oben irgendwie auch abhängig und affiziert das diesen Kosmopolitismus von unten, vielleicht schon von Anfang an oder im Verlauf des Prozesses, kontaminiert eigentlich sozusagen diese Abhängigkeit vom Oben den Kosmopolitismus von unten? Das wäre die eine Zweifelsfrage, die ich nur nennen möchte. Und die Beantwortung wird heute sicherlich nicht stattfinden. Aber vielleicht können wir eben auf dem Podium auch in diesem Sinne noch diskutieren. Und die zweite Zweifelsfrage, die habe ich jetzt schon angedeutet und die scheint mir ganz zentral zu sein, nämlich wie verhält man sich als Subkosmopolitin, klingt ein bisschen nach Subkommandante, aber also als Kosmopolitin von unten, wie verhält man sich zum Nationalismus von unten, der keineswegs nur, ich habe das anfangs angedeutet, von RechtspopulistInnen oder rechtspopulistischen Milieus getragen wird, von ModernisierungsverliererInnen, Deklassierten, sondern, so jedenfalls meine Behauptung, bis weit ins sogenannte bürgerliche Milieu, die Mittelklassen, hineinreicht. Das heißt, in die sozialstrukturellen Positionen dieser Gesellschaft und von Gesellschaften dieses Typs, die vom neoliberalen Marktradikalismus der vergangenen Jahrzehnte profitiert haben oder meinen, profitiert zu haben. Das muss nicht unbedingt dasselbe sein. Und daher von einer kosmopolitischen Agenda, sei es von oben oder von unten, nicht nur Gutes zu erwarten haben oder meinen, nicht nur Gutes erwarten zu können, nämlich meinen, dass sie bestimmte materielle und symbolische Positionen und Privilegien verlieren könnten, wenn diese Gesellschaft auf Kosmopolitismus setzt. Ich komme zum Ende. Warum stelle ich diese vielleicht skeptisch stimmenden Überlegungen an den Anfang des nun folgenden Symposiums? Aus einem Grund, weil meiner Überzeugung nach die gesellschaftlichen Verhältnisse, und das sagt man so leichthin, gerade ich hier als Spitze und Zentrum, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nur unerträglich sind, sondern auch zutiefst uneindeutig. Leider. Das aber heißt, nur der nüchterne und irgendwie auch desillusionierte und vielleicht auch in erster Instanz desillusionierende Blick für die gesellschaftlichen Verstrickungszusammenhänge, die ich mit dem letzten Punkt anzudeuten versucht habe, nur ein solcher Blick, ein nüchterner, desillusionierter Blick vermag, real utopische Räume zu eröffnen, für den dann aber doch beherzten und die gesellschaftliche Imagination anregenden Einsatz für eine, sagt man auch so leicht, eine bessere Welt für alle. Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann, Trommelwirbel, ist es meine Aufgabe und gleichzeitig auch meine Ehre, Sheila Benabib erst einzuführen, zu begrüßen, falls sie hier in meinem Rücken dann auch auftaucht. Ist sie schon? Ah, das ist jetzt eine etwas schwierige Konstellation, ja. Bin geneigt, weil ich ja sozusagen hier das tragbare Mikrofon habe, mich umzudrehen und etwas zur Seite zu treten. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas hilft, weil sie wird mich dann auch nicht besser sehen. Weil wenn ich jetzt hier in die Kamera spreche, wird sie wahrscheinlich mich eher sehen, als wenn ich mich umdrehe. Deswegen bleibe ich jetzt hier stehen. Oder ich mache vielleicht eine Dokumentation, und das ist ja auch jetzt leicht absturzgefährdet. Freue mich sehr, Sheila Benabib. A warm welcome to Frankfurt, in a way. Sheila Benabib spricht sehr gut Deutsch. Applaus
Und ich werde die kurze Vorstellung, Thomas Gebauer hat zwar gesagt, steht alles im Programm. Ich denke, es ist dennoch hier angemessen, Sheila Böhne-Bieb kurz nochmal besonders vorzustellen und Ihnen die Hauptrednerin dieses Abends kurz näher zu bringen. Sie ist emeritierte Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy, also für Politikwissenschaft und Philosophie an der Yale Universität in den Vereinigten Staaten und nicht nur aus meiner Sicht die ideale Besetzung für den Eröffnungsvortrag. Und zwar zum einen, weil sie ganz wesentliche Beiträge geleistet hat über die vergangenen Jahrzehnte hinweg zu dem hier interessierenden und zu verhandelnden Spannungsfeld, nämlich von Kosmopolitismus, Zivilgesellschaft und Demokratie. Aus der Fülle der Buchpublikationen, wir sind nicht bei einer wissenschaftlichen Konferenz, aber ich denke, es ist dennoch hier angesagt, dies kurz zu erwähnen. Aus der Fülle der entsprechenden Buchpublikationen möchte ich ganz willkürlich nach meiner Präferenz hier nur drei nennen. Another Cosmopolitanism, auf Deutsch Kosmopolitismus und Demokratie, erschien 2008. The Rights of Others, im Deutschen ebenfalls 2008 erschienen, Die Rechte der Anderen und Equality and Difference, Gleichheit und Differenz auf Deutsch 2013 erschienen. Das ist also das eine. Sie ist die Expertin schlechthin in der politischen Philosophie für die Fragen, die hier interessieren. Zum anderen aber ist sie die ideale Besetzung für den heutigen Abend und für den Vortrag, weil sie intensive Beziehungen zu Frankfurt gepflegt hat, ebenfalls über eine lange Zeit hinweg. Sie ist intellektuell ganz offenkundig und sehr produktiv der kritischen Theorie Frankfurter Provenienz verbunden. Und aber auch ganz forschungspraktisch ist sie oft und auch zum Teil länger hier in Frankfurt gewesen, beispielsweise im Rahmen des Exzellenzclusters Normative Orders, normative Ordnung. Und also hier in Frankfurt wohl bekannt und immer wieder gern gesehen und sei es auch nur dann vermittelt. Ihr heutiger Vortrag speist sich aus den Forschungen, die Sie im letzten Jahrzehnt besonders interessiert haben, also vor allem die politisch-philosophische Gründung von Fragen des Feminismus, der Migration und der Menschenrechte. Und genau diesen Zusammenfluss dieser Dimensionen werden wir jetzt im Rahmen Ihres Vortrages erleben. Ich hoffe, dass alles gut klappt. Ich begrüße nochmal ganz herzlich Sheila Böhne-Bieb in unserem Kreis und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Vortrag. Also, einen schönen guten Abend und ich bedanke mich sehr herzlich bei den Organisatorinnen für diese Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere sehr, dass ich nicht persönlich dort sein konnte. Mein Vortrag auf Englisch heißt Reflections on the Counter-Revolution against Cosmopolitanism, Überlegungen oder Betrachtungen zur heutigen Konterrevolution gegen den Kosmopolitismus, und mit Untertitel heißt das Der Hass auf Frauen, die Natur und das Andere. Und ich werde diese Anspielung auf die Reflections on the Revolution zu sprechen kommen. Bevor auf europäischem Boden der ukrainische Krieg begann, was sich gerade als der zweitgrößte Schlacht der vergangenen 80 Jahre nach dem jugoslawischen Bürgerkrieg erwiesen hat, herrschte unter vielen Intellektuellen als auch Politikern eine weit verbreitete Stimmung über den Tod oder das Ende der Demokratie. In einem viel diskutierten Buch analysierten die Politikwissenschaftler aus Harvard, Daniel Sieblad und Stephen Levitsky, wie Demokratien sterben, während der britische politische Philosoph David Runciman das Ende der Demokratie prophezeite.
Doch der Wille des ukrainischen Volkes, seine eigene von russischer Herrschaft freie Zukunft zu bestimmen, zeigt paradoxerweise, dass in der heutigen Welt der Wunsch vieler Menschen, in einer Demokratie zu leben und ihr Leben selbst zu bestimmen, trotz der in vielen Kreisen des Westens verbreiteten Untergangsstimmung nicht nachgelassen hat. Zu diesem Pessimismus in Bezug auf die Zukunft der Demokratie kommen die anhaltenden von der weltweiten Corona- oder Covid-19-Pandemie ausgelösten Ängste. Unsere Welt schien auf einmal geschrumpft zu sein. Das Virus war überall. Gleichzeitig wurden wir alle in unseren Privaträumen unter Quarantäne gestellt. Nationen zogen ihre Zugbrücken hoch und machten ihre Grenzen zu Bollwerken gegen Gäste und Freunde, wehrten sich gegen Flüchtlinge und Migrantinnen. Mediengiganten wie Google, Facebook, Amazon, Instagram und Twitter beherrschten die Kommunikations- und Informationsflüsse, während sich die öffentlichen Plätze zusehends leerten. Noch beim Niederschreiben dieser Sätze bin ich unsicher, ob ich sie in Präsenz oder in der Vergangenheit formulieren soll, weil die eine oder andere Variante dieses oder jenes Virus mit ziemlicher Sicherheit auftauchen wird, solange die Welt noch nicht auf einem gemeinsamen Immunitätsniveau angekommen ist und vielleicht auch dann noch. Die Covid-19-Pandemie hat den Schleier der neoliberalen Ideologie beiseite gerissen, der die gewaltigen Spaltungen zwischen Klassen, Rassen in Anführungszeichen, Ethnien und Geschlechten, die unsere Gesellschaften nach wie vor existieren und zum Teil verdeckt hat. Die Dialektik von Interdependenz und Fragmentierung, die seit Jahrzehnten so bezeichnend gewesen ist für den Zustand dieser Welt, ist ein weiteres Mal offenbar geworden. Die inneren Brüche und Risse zwischen Reich und Arm, zwischen geistig und körperlich Arbeitenden, zwischen angelsächsischen, europäischen und amerikanischen Eliten auf der einen Seite und schwarzen, südamerikanischen oder rassifizierten arbeitenden Minderheiten auf der anderen, deren Infektions- und Mortalitätsraten unvorstellbar viel höher lagen, mindestens auch in der USA, sind zutage getreten. Eine der heute wichtigsten Bewegungen gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit, Black Lives Matter, hat sich vor dem Hintergrund haarsträubender sozioökonomischer Ungleichheit und Polizeigewalt formiert. Wie soll sich angesichts dieser Umstände jemals wieder ein gemeinsames Gefühl von Mitbürgerschaft und Zugehörigkeit entwickeln? Wird der Impfnationalismus in Zukunft Schule machen oder werden die Nationen dieser Erde einen Weg zu intelligenteren Formen der Solidarität und Teilhabe finden? Der Populismus ist in vielen Ländern die Reaktion auf die Herausforderungen unserer Zeit gewesen. Gefestigte Demokratien wie die Vereinigten Staaten oder Großbritannien sind ebenso wie Frankreich, die Niederlande, Deutschland oder Schweden von einer Welle des Populismus ergriffen worden. Im Sommer 2022 hat eine Koalition von Rechtspopulisten die italienische Regierung zu Fall gebracht. Und zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde eine Partei gewählt, deren Wurzeln in der damaligen faschistischen Bewegung liegen. Immer wenn populistische Parteien und Politiker an die Macht kommen, errichten sie eine Art von Regime, das wahlweise als illiberale Demokratie, kompetitiver Autoritarismus, missbräuchlicher Konstitutionalismus und oder autoritärischer Legalismus bezeichnet wird. Die sind alle Begriffe, die in der Politik und Sozialwissenschaft heutzutage gebraucht sind. Von
Trumpismus in den Vereinigten Staaten aus der mittlerweile eine konservativ-aufständische Bewegung mit offenen Verbindungen ins alternationalistische rechte Lager geworden ist, bis Jair Bolsonaro in Brasilien, Narendra Modi in Indien, Viktor Orban in Ungarn und Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, hat sich unter den Anführern dieser Bewegungen eine gemeinsame Weltsicht herauskristallisiert. Während die Politiken und Maßnahmen dieser Regime vielfach analysiert wurden, hat man ihren Ideologien und ihrer Weltanschauung bislang weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ich werde diese Ideologie als eine Form regressiver Männlichkeitswahn interpretieren, indem sich verdinglichende und ausbeuterische Einstellungen zur Natur mit einer Feindlichkeit gegenüber dem anderen, gegenüber den einwandernden Flüchtlingen und Asylsuchenden verbinden. Woher rührt diese dreigliedrige Struktur der heutigen Populismus? Erstens gehört zu jedem Populismus ein Opfernarrativ. Das Gefühl, von der Geschichte ungerecht behandelt worden zu sein. Trump möchte die USA wieder great again, also groß und großartig machen, nachdem sie infolge der desaströsen Kriege in Afghanistan und Irak an Macht und Ansehen in der Welt verloren haben. Derartige Impulse sind nicht auf die USA oder Europa beschränkt. Wie Pratap Mehta bezüglich Indiens erläutert, ist der wichtigste Grundsatz von Narendra Modis indische Volkspartei, BJP, die des Opferseins. Hindus sind ewig die Opfer, ein Zustand, der sich nur durch die Konsolidierung der hinduistischen politischen Macht überwinden lässt. Ende Zitat. Um ein anderes Beispiel anzuführen, Viktor Orban betont ständig, dass Ungarn, eine kleine Nation im Herzen Europas, nicht nur historisch gesehen der Bedrohung durch den Islam standhalten musste, sondern sich auch heute wieder dem Druck der Europäischen Union ausgesetzt sieht, mehr Migrantinnen aufzunehmen, LGBTQ-Rechte zu dulden und damit letztlich seine christlichen Familienwerte zu verraten. Und Recep Tayyip Erdogan versucht, der heutigen Türkei mittels unterschiedlichster Formen der Einflussnahme auf den Nahen Osten und die asiatischen Türkrepubliken der früheren Sowjetunion etwas vom verblichenen Glanz des Osmanischen Reiches zurückzuerstatten. In Brasilien scheint Bolsonaros Groll weniger dem verlorenen Ruhm der Nation zu gelten, als den Grenzen, die Brasiliens Zukunft durch jene internationalen, ein weiteres Vordringen in das Amazonengebiet verhindernden Klimaabkommen gesetzt sieht. Die Ausbeutung des Amazonengebiets ist für ihn der unmittelbare und ungebrochene Ausdruck jenes Eroberungsgeistes, in dem weiße Europäer ursprünglich einmal das Land kolonisiert haben. Diese Opfernarrative und Legenden von vergangenem Ruhm richten sich gegen kosmopolitische Eliten, die angeblich ihre eigenen Nationalgeschichten und die ihrer Nation angetanen Ungerechtigkeiten ignorieren und sich lieber auf die Seite des internationalen Rechts und internationale Organisationen, Menschenrechtskomitees, Flüchtlingshilfewerke und so weiter stellen. Nicht nur strafen die kosmopolitischen Eliten aus Sicht des Populismus also die Nationalgeschichte mit Missachtung, sie verbündeten sich zudem mit jenen Kräften, die der Restauration des verlorenen Gangruhms einen Riegel vorschieben wollen. Populisten hassen Kosmopoliten und den Kosmopolitismus. Internationale Frauenrechte, die Rechte von Schwulen, Lesben, Transgender und anderen queeren Menschen,
den Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt sowie den Kampf für die Rechte von Migranten und Asylsuchenden. All das betrachten sie als Kuckuckseier der kosmopolitischen Eliten, die angeblich mittels internationaler Konventionen versuchen, unwilligen Nationen verbindliche Vorschriften zu machen. Populisten dagegen bestreiten die Legitimität des internationalen Rechts. Mit der für diese Weltbilder typischen Ablehnung des Kosmopolitismus und des internationalen Rechts geht ein tiefsitzender Antifeminismus, ja Frauenhass einher, der nicht nur gegen Frauen richtet, sondern ebenso gegen Homosexuelle und Transmenschen. Sexueller Autoritarismus und politische Unterdrückung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und Iran zeigt das ja. Entschuldigung. Zwar können populistische Bewegungen durchaus von Frauen angeführt werden, etwa in Frankreich von Marine Le Pen. Diese gelten dann allerdings im Gegensatz zu emanzipierten oder Transfrauen als echte Frauen. Traditionelle Weiblichkeit ist das Pendant zu einer autoritären Männlichkeit und nach angesichts der Populismus ist nur letztere imstande, einem verletzten Ehrgefühl Genugtuung zu verschaffen. Diese Logik folgend kündigte Erdogan kurzerhand die Istanbul-Konvention auf, jene 2011 unterzeichnete Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, mit dem Argument, derlei Dinge kämen in seinem Land nicht vor. Die Verleugnung des Klimawandels, das aggressive Abwehren der entsprechenden Prognosen und die ungerührte Ausbeutung und Manipulation von Natur und Umwelt sind weitere Elemente dieser Weltsicht. Viele Wissenschaftlerinnen, die einen Katastrophenklimawandel prognostizieren, sollte der Energieverbrauch auf dem gegenwärtigen Stand bleiben, werden als Teil einer Verschwörung angesehen, die angeblich das Ziel verfolgt, Nationen von ihrem Weg zur Entwicklung und Wohlstand abzubringen. Eine der ersten Maßnahmen der Trump-Administration war folglich, die US-amerikanische Behörde zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit, die Environmental Protection Agency, aufzuhöhlen, der nun durch das Supreme Court auch noch die letzte verbliebene Befugnisse genommen wurde. Trump billigte die Fortsetzung des Baus der mittlerweile gestoppten Keystone Pipeline von Kanada in den Vereinigten Staaten, die unter anderem weite Siedlungsgebiete von Native Americans zerstört hatte. Den ganz ähnlich gelagerten Traum Erdogans, einen künstlichen Kanal parallel zum Bosphorus anzulegen, der das Schwarze Meer mit dem Marmoren Meer verbindet, haben viele Architekten und Umweltschützer als größenwahnsinnig und für die Umwelt hochgefährlichen Plan bezeichnet. Bolsonaros Einstellung zur Abholzung des Amazon-Regenwalds ist zu Genüge bekannt. Der Hass auf Fremde, Migrierende und Asylsuchende als die unerwünschten anderen, als Gefahr für das Gemeinwesen, ist vielleicht der augenfälligste Aspekt populistischer Ideologie und Politik. Die Bedeutung des anderen aber variiert in der unterschiedlichen Erzählungen von verlorener Ehe und verletztem Stolz. Während es in dem einen Narrativ der historische Nationalfeind ist, der diese Funktion erfüllt, hier werden etwa Muslime gegen Hindus ausgespielt oder Türken und kosmopolitische Juden gegen Ungarn, ist es im anderen Narrativ der Migrant aus Afrika, dem Nahen Osten oder Lateinamerika, der die weiße Rasse nochmal in Anführungszeichen bedroht und zu verdrängen versucht.
Es gibt eine universell verbreitete Angst vor den anderen und ihre Infiltration unserer Städte und Lebensweisen. Die Theorie von sogenannten großen Austausch, le grand remplacement in Frankreich, ein Amalgam aus Nationalismus und weißem Rassismus, erzählt die Geschichte von einer allgemeinen Bedrohung der weißen Rasse durch Menschen aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Auch in diesem Zusammenhang werden Kosmopoliten als Verräter dargestellt, die sich für die Rechte der anderen auf Kosten unserer Rechte, unseres Heimats einsetzen. Nun ein bisschen auf die Geschichte dieser kämpferischen Vortrags. Reflections on the Revolution in France. Betrachtungen über die französische Revolution war der berühmte Text von 1790, in dem Edmund Burke mit den französischen Revolutionären abgerechnet hatte. 1990, zwei Jahrhunderte danach, veröffentlichte Ernest de Laclau ein Buch mit dem Titel New Reflections on the Revolution of Our Time, neue Betrachtungen über die Revolution unserer Zeit. In seinem Vorwort erklärt Laclau allerdings, dass er dabei nicht nur an Edmund Burke gedacht hatte, sondern an Harold Laskys 1943 erschienenes Buch Reflections on the Revolution of Our Time, auch mit demselben Titel. Was mich an Laclaus Buch sehr bedeutsam erscheint, ist diese Stelle in dem Vorwort. Ich zitiere: Die Radikalität der Politik wird also nicht die Folge der Bildung eines Subjekts sein, das Universalität zu verkörpern vermag, sondern die einer Ausweitung und Multiplikation fragmentarischer, partielle und begrenzte Subjekte, die sich am kollektiven Entscheidungsprozess zu beteiligen beginnen. So verstehe ich auch Kosmopolitismus von unten. In Anspielung auf die kurze Geschichte der Wendung Betrachtungen über die Revolution unserer Zeit und mit ihrer Abwandlung als Betrachtungen oder Überlegungen über die Konterrevolution unserer Zeit möchte ich ganz im Sinne Laclaus dafür argumentieren, dass die Konterrevolution unserer Tage ein Versuch der global herrschenden Klassen ist, theoretisch und praktisch ihren Anspruch, sie allein seien der Inbegriff des Allgemeinen, dadurch zu verteidigen, dass sie ihre exklusive Sichtweise von Geschlecht, Rasse und Hautfarbe durchsetzen. Diese neuen herrschenden Klassen bestehen zum einen aus den alten Monopolisten, Finanzeliten, die nicht nur in den kapitalistischen Demokratien des Westens, sondern auch in staatskapitalistischen Gesellschaften wie China und Russland die Stahl, Kohle, Öl, Waffen, Automobile und sonstigen Industrie-Technologiekonzerne kontrollieren. Zum anderen gehören dazu sowohl die neuen Milliardäre des neoliberalen Kapitalismus im Finanz- und Bankensektor, als auch milliardenschwere Medienmogule wie Amazon-Gründer Jeff Bezos. Auch aus den post-sowjetischen Ökonomien Russlands, Ungarns und der Ukraine sind mächtige Oligarchen hervorgegangen. Länder wie die Türkei und Indien haben eine neue Bourgeoisie geschaffen, indem sie ihre nationalen Bau- und Waffenindustrien gegen den internationalen Wettbewerb abschotteten. Diese neuen hegemonialen Gruppen versuchen, eine Ideologie der Männlichkeit und der Mannhaftigkeit am Leben zu erhalten, die sie zum einen durch die wirtschaftliche und politische Macht von Frauen
und zum anderen durch die freie weibliche Sexualität bedroht sehen. Den Pessimisten des Klimawandels halten sie stolz die Errungenschaft der frühen wissenschaftlich-technologischen Moderne entgegen, deren Ziel es nach den geflügelten Worten von Descartes war, uns zum Maître et Possesseur de la Nature, Herrn und Meister der Natur zu machen. In diesen drei Komponenten der Weltsicht heutiger autoritärer Bewegungen, nämlich verdrängte Sexualität, fortgesetzte Ausbeutung der Natur und rassistische Ängste vor dem Fremden und anderen, erkennen wir eine Konstellation wieder, die Adorno und Horkheimer ursprünglich als Kennzeichen der faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, insbesondere des Nationalsozialismus, beschrieben hatten. Erinnern wir uns an den berühmten Exkurs zum Odysseus-Mythos an der Dialektik der Aufklärung. Das Buch, das Adorno und Horkheimer 1944 noch im kalifornischen Exil fertiggestellt und 3 Jahre später in Amsterdam veröffentlicht hatten, wurde 1969 in Deutschland wieder aufgelegt. Adorno und Horkheimer vertraten darin die These, dass die radikale Trennung von Natur und Kultur und die Reduzierung erster auf ein manipulierbares Objekt nicht nur zur Ausbeutung und Auszehrung der äußeren Natur, sondern auch zu einer Unterdrückung und Verdrängung, Repression, der inneren Natur führte. Sie schrieben, zitiere, die Weltherrschaft über die Natur wendet sich gegen das Denken des Subjekts selbst. Nichts wird von ihm übrig gelassen, als eben jenes ewig gleiche Ich denke, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Ende Zitat. Mit dieser Anspielung auf die Einheit der Perzeption, die alle Vorstellungen des Selbst begleitet, verabschieden Adorno und Horkheimer das epistemologische Subjekt Kants. Die Sage des Odysseus dient ihnen dazu, die Geschichte der westlichen, und hier möchte ich ergänzen, männlichen Subjektivität freizulegen. Odysseus wird von Homer als listenreich bezeichnet und seine List besteht darin, die dunklen Kräfte der Natur zu besänftigen, indem er sich ihnen erst anverwandelt und sie dann bezwingt. Odysseus gibt den Kyklopen starken Wein zu trinken und nachdem er betrunken ist, macht er den Kichanten blind. Er schläft mit der verführenden Kirke und er lauscht den Sirenen. Sich selbst lässt er an einem Schiffmast fesseln, während er seinen Männern die Ohren mit Wachs stopft. Unbeirrt vom Gesang der Sirenen, dem bis zu jenem Zeitpunkt noch niemand zu widerstehen vermochte, hält sein Schiff Kurs und Odysseus flieht seine Männer vergeblich an, ihn loszubinden. Natürlich hört ihn die Mannschaft ebenso wenig wie den Gesang der Sirenen. Odysseus besiegt die Naturgewalten, indem er sich ihrer Macht beugt und sich ihre Qualen ausliefert. Am Ende aber kann er dank seines Scharfsinns und seiner Intelligenz zu Tod und Vernichtung entkommen. Adorno und Horkheimer legen auch eine Klassendimension dieses Mythos frei. Der männliche Held sowie der kapitalistische Unternehmer ist ein mutiger und trickreicher Mann. Er ist es, dessen Klugheit alle davor rettet, dem Sirenengesang in Verderben zu folgen. Es ist die Mannschaft, die Masse der Arbeiter, die ein Symbol für die Muskelkraft, das Schiff aus der Gefahrenzone rudert. Ihre psychoanalytisch inspirierte Darstellung des Odysseus-Mythos betrachteten Adorno und Horkheimer als die Geschichte vom Unbehagen in der Kultur, wie Freud diesen Prozess genannt hatte.
Kultur oder Zivilisation entsteht durch Verdrängung jener Triebe, die uns zurück zur Natur gewissermaßen in den Uterus oder an die Brust der Mutter verdrängen. Das Selbst wird zu einem disziplinierten, autonomen Individuum, indem es jene Wünsche bemeistert, die ihm Lust und Begehren heißen. Wie der schlaue Odysseus, der sein Ehebett aus einem einzigen Stück Holz gefertigt hatte, wusste und wie uns Hegel in Erinnerung ruft, musste Begierde durch Arbeit sublimiert und in einen dauerhaften Gegenstand verwandelt werden. Den Triumph des Geistes über die Natur preisend, fügt Hegel noch hinzu, dass nur der Knecht Geschichte schreiben wird, weil er die Natur transformiert. Meine Rückbesinnung auf diese berühmte Diskussion aus der Dialektik der Aufklärung ist nicht so zu verstehen, dass ich mir eine orthodox psychoanalytische Theorie vom Unbehagen in der Kultur zu eigen machen möchte. Gibt es nicht genügend Freud-Revisionen, sei es die von Jacques Lacan oder die Donald Winnicott, um jene Theorie von der Bildung des männlichen Ichs durch den Prozess eine Sublimierung der inneren Natur zu widerlegen? Ohne auf diese Debatte näher eingehen zu wollen, möchte ich doch mit Nachdruck festhalten, dass die Analyse von Adorno und Horkheimer immer noch unerhörten Erklärungswert besitzt. Indem sie nämlich die Entstehung des Ideals eines listigen, selbstbeherrschten, verdrängten männlichen Egos zugleich an die Ausbeutung der Natur und an die Unterdrückung derjenigen knüpft, die anders als der Herr nicht in der Lage sind, ihre Wünsche zu sublimieren. Ihnen ging es darum zu zeigen, wie die westliche Rationalität durch Regression auf dem Mythos in ihr Gegenteil umschlagen konnte und wie sich die Dialektik von Vernunft und Mythos im Aufstieg der faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts entfaltete. In ihren Kommentaren zu den zahlreichsten Abenteuern, in denen Odysseus ein Teil jener Gewalten wird, die ihn zu zerstören versuchen, schreiben sie, wenn Mimem, ich zitiere, sich der Umwelt ähnlich macht, so macht falsche Projektion die Umwelt sich ähnlich. Durch falsche Projektion stempelt der Faschismus den anderen als Feind ab. Für die Faschisten ist der Jude der andere, der Fremde, derjenige, der menschlich und clever ist und der beabsichtigt, die Herrenrasse mit seiner List, seinem Geld und seiner Sexualität zu verführen. Der Jude wird aber auch gleichzeitig für hässlich, trügerisch und feige gehalten. Man ersetze den Juden durch den Islamisten, der in unsere Gesellschaft eindringt, unter dem Vorwand, ein Fremder in Not zu sein, der aber durch seine Verschlagenheit und Gewaltbereitschaft zu Zerstörung bringt, dann klingt es wie die heutige Theorie von Le Grand Remplacement, der großen Austausch. Wir können das Subjekt formell auswechseln, doch die auf einer Art von paranoide Projektion basierende Furcht von dem anderen bleibt erhalten. Strangers are dangerous. So formulierte es der große Soziologe Sigmund Bauman. Fremde sind Gefahren oder vielmehr, sie werden zu Gefahren gemacht. Kommen zu dem Schlussteil. Jede hegemoniale Kraft provoziert eine Gegenreaktion und das ist auch in der gegenwärtigen Konstellation der Fall. Obwohl populistische Bewegungen um die Vorherrschaft kämpfen, sind sie noch nicht hegemonial. In seinem wichtigen Buch The Cosmopolitan Imagination, The Renewal of Critical Social Theory, macht Gerard Delanty folgende Beobachtung, seine längere Zitat. Auf der einen Seite schreibt er, gibt es in Europa genau wie im Rest der Welt viele Anzeichen für eine gesellschaftliche Differenzierung
und damit einhergehend in Fragestellungen des westlichen Kultur- und Politikmodells. Auf der anderen Seite formiert sich gerade im Hinblick auf Demokratie, Menschenrechte und Klimawandel so etwas wie eine globale, normative, politische Kultur. Das bedeutet letztlich, dass man die politische Gemeinschaft weder einfach als Import eines westlichen Einheitsmodells oder globale Uniformität verstehen kann, noch im Sinne des Rückzugs auf einen partikularistischen Nativismus oder eine antiwestliche Haltung. Ende Zitat. Das Projekt eines Kosmopolitismus von unten ist ein Beispiel für dieses neue Gemeinschaftsverständnis, denn es wesentlich um ein Zusammenwirken des Lokalen mit dem Nationalen, des Transnationalen mit regionalen Bewegungen, Praktiken, Einsichten und Ideen einhergeht. Genau wie die Reproduktionsfreiheit und sexuelle Freiheit der Frauen und die bürgerlichen und politischen Rechte der LGBTQ-Menschen in Polen, nicht anders als in Brasilien, in Ungarn, genau wie in der Türkei verteidigt werden müssen, muss sich auch der Widerstand gegen diese Angriffe lokal und transnational, regional und kosmopolitisch organisieren. Und so wie die Anschläge auf Muslime in Kaschmir, die dort mehr und mehr ihrer indischen Bürgerrechte beraubt wurden, offenbar zugleich lokal und transnational organisiert sind, so muss auch die Empörung gegen das Zusammenschlages eines behinderten afrikanischen Migranten in Italien sowohl transnational als auch lokal organisiert sein. Kosmopolitische Solidarität mit dem anderen lässt die alten Dichotomien von Ost und West, Nord und Süd hinter sich. Genau wie die unausgesetzte Entwaldung des Amazonengebiets einen Anschlag auf die Gesundheit des gesamten Planeten darstellt, so ist sie auch ein Anschlag auf die Lebensweise der indigenen Völker in dieser Region. Auch der Raub von 100.000 Hektar Land, von Wasser und anderen natürlichen Ressourcen in Afrika durch multinationale Großkonzerne oder Staaten wie China ist nicht nur ein Anschlag auf die Umwelt, sondern ebenfalls auf die demokratischen Rechte der Menschen, ihr eigenes Land und ihre eigenen Bodenschätze zu kontrollieren. Der Widerstand gegen solche Formen des Land- und Ressourcenraubs erfordert eine kosmopolitische Solidarität von unten. Entgegen populistischen Vorhersagen hat sich das kosmopolitische Projekt noch nicht erschöpft. Wenn überhaupt, dann ist jetzt seine Verwirklichung auf wahrhafter globalen Ebene fällig. Durch Bewegungen, die nicht den Ehrgeiz haben, das Allgemeine zu vertreten oder zu beherrschen, sondern sich von der Vision einer differenzierten, nicht-identitären Menschheit leiten lassen, für die die Besonderheit von selbst und anderem Quelle kreativer Spannungen und Kampf zugleich ist. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ganz herzlichen Dank, Sheila Ben-Habib, für diesen inspirierenden Vortrag. Wir haben Sheila Ben-Habib leider nur digital zugeschaltet. Wir wollten sie aber nicht entlassen, jetzt aus unseren Verhandlungen, ohne noch zwei, drei Rückfragen zu stellen zu diesem Vortrag. Und das werde ich übernehmen. Ich habe eine Frage. Wir sind jetzt übereingekommen, dass ich die Fragen auf Deutsch stelle und Sheila Ben-Habib wird je nach Situation auf Deutsch und oder auf Englisch antworten. Vielen Dank auch für den deutschen Vortrag.
Ich habe eine Frage, die analytisch nochmal ins Zentrum des Vortrages zielt. Und zwar die Frage, ob der Hass auf Frauen, Natur, das andere, ob das ein spezifisches Motiv von autoritärem Nationalismus ist. Oder ob der autoritäre Nationalismus hier nicht nur bestimmte Merkmale des globalisierten Kapitalismus und seiner gegenwärtigen politischen, sozialen Verfasstheit radikalisiert. Ist es nicht so, dass hemmungslose Ausbeutung der Natur, hegemoniale Männlichkeit oder der tödliche institutionelle Umgang mit Andersheit, dass es sozusagen zum Normalbetriebsablauf des globalisierten Kapitalismus gehört, also zu den Standard Operating Procedures unserer politisch-sozialen Verfasstheit. Inwiefern ist es ein Spezifikum von autoritär nationalistischen Akteuren und Bewegungen? Ja gut, danke für die Frage. Also ich kann die Frage damit auch antworten, indem ich auf diese Formel zurückgreifen, die Sie von Nancy Fraser genannt haben, Progressive Neoliberalism. Globaler Kapitalismus steht in einem widersprüchlichen Verbindung sowohl zu Frauenrechten als auch zu Migration. Ja? Und das ist, warum die Linke versucht, Kosmopolitismus manchmal mit globalen, progressiven globalen Kapitalismus gleichzusetzen. Also zunächst mal die Antwort auf Ihre Frage ist nein. Autoritärer Nationalismus oder Rechtspopulismus ist was anderes. Warum ist das so? Weil globaler Kapitalismus sehr gut mit dem Recht der Frauen auf Arbeit zusammengeht, was wir in den USA the glass ceiling nennen. Also nehmen Sie die Politik von Hillary Clinton und nicht nur auch die Politik von Hillary Clinton. Also dass die Frauen sowohl in öffentliche Sphäre und auch in der Ökonomie reinkommen. Da ist kein Gegensatz zu sehen. Noch kommt dazu, dass in vielen Ländern, im Süden zum Beispiel, in Asien, globalen Kapitalismus auch, indem sie die Frauen in den Arbeitsmarkt hineinbringt, auch ein Stück, also in denen auch Zivilrechte ermöglicht. Ja? Also das ist anders, dieser Zusammenhang ist anders als das Bild von einer gefährdeten Männlichkeit, die zum Beispiel bei Trump, bei Orban, bei Bolsonaro, bei Erdogan zu sehen ist. Das ist was anderes. Und auch mit der Migrationsfrage. Und da ist auch, das sind die Verwirrungen ganz groß. Zum Beispiel der Wall Street Journal oder Zeitungen wie Financial Times und also befürworten Migration. Und es sind jetzt auch große Ängste, dass weil in Europa und USA, also dass wir mit einem zunehmend veralternden Bevölkerung konfrontiert sind, dass nicht genug junge Migranten reinkommen, die dann die an die Kasse zahlen müssen durch ihre Arbeit etc. und so weiter und so weiter. Also in dem Sinne, nee, die sind nicht gleichzusetzen. Die sind nicht gleichzusetzen. Also die Kritik an globalen Kapitalismus ist was ich auch hier versucht habe darzustellen. Aber ich glaube, der Grund, warum so viele, einige Linke glauben, Populismus und linke Politik zu versöhnen sei, ist wegen dieser widersprüchlichen Aspekte des Kapitalismus, was ja Karl Marx schon in seinem kommunistischen Manifest dargelegt hat, ne? Als er Kapitalismus auch als seine revolutionäre Kraft beschrieben hat. Nur
bei der Frage von der Ausbeutung der Natur und Umwelt. Da muss man klar die Unterscheidungen sehen. Also Kapitalismus geht ohne Wachstum nicht. Es muss immer wieder Quellen des Wachstums geben. Und diese Quellen des Wachstums heißt, dass immer wieder neue Ressourcen, tot oder lebend, in Bezug genommen werden müssen. So würde ich das antworten. Ja. Vielen Dank. Eine zweite Frage wäre, und ich hab drei, eine zweite Frage wäre, Sie haben ja jetzt auch der Tagen entsprechend am Ende in dem letzten Abschnitt auf den Kosmopolitismus von unten Bezug genommen. Wie steht es denn um den Kosmopolitismus von oben? Ist der historisch gescheitert? Und wenn ja, an der Konterrevolution des autoritär Nationalen oder auch an eigenen inneren Widersprüchen? Ja, Sie haben das auch in Ihrer eigenen Einführung angedeutet und das finde ich eine sehr interessante, sehr gute Frage. Ich mit Kosmopolitismus von oben hatte ich vor allem Entwicklungen im Bereich vom internationalen oder Völkerrecht, also Entwicklungen, die es ermöglichen, sowohl die Rechte der indigenen Bevölkerungen als auch natürlich von Frauen und Minderheiten und so weiter zu erweitern oder einen Raum zu schaffen. Und die sind auch sehr hart angegriffen worden. Ne? Also die sind sowohl vom Recht als auch vom linken Seite angegriffen worden. Also diese Art von Kosmopolitismus dann auf der rechten Seite ist das von nationalistischer Seite ist der Gedanke von nationaler Souveränität, die durch diese Art von Abkommen und so nicht verletzt werden darf. Und auf der linken Seite ist auch manchmal gleich, also diese Kritik an die kosmopolitische Eliten anzuhören, die fremd von der nationalen Wirklichkeit und so weiter stehen. Und wie immer, ich meine, man besteht auch ein Stück Wahrheit manchmal an diese Kritiken und man muss die nicht ganz einfach vom Tisch wegräumen. Nun, dann gibt es auch den Kosmopolitismus, wie der Soziologe Craig Calhoun das genannt hat, die vielfliegende Elite, die Jet Set, die natürlich auch dazu gehören, wir einige Akademiker oder mindestens bis zum Corona gehört. Wir fliegen auch sehr viel in der Welt herum. Und man muss die Dimensionen der Kritik berücksichtigen. Ne? Also es ist sehr leicht, eine Form von Ressentiment zu artikulieren. Ja? Und eine Form von Ressentiment zum Beispiel auch gegen kosmopolitische Eliten, gegen Akademiker und was weiß ich auch. Ne? Und die Encouragement of Resentment, ne? die mir als sehr gefährlich erscheint. Und so Kritik an kosmopolitische Eliten, aber nicht mit Ressentiment belagert. War das genau Ihre Frage? Jetzt bin ich. Oder gab es da einen zweiten Teil? Es gab bestimmt noch mehr Implikationen, aber ich würde gerne, weil das unmittelbar anschließt, die Frage des Ressentiments aufnehmen und das nochmal zeitdiagnostisch wenden. Sie haben ja in Ihrer Analyse auch auf die Dialektik der Aufklärung zurückgegriffen,
auch in ihren psychoanalytischen Wendungen und deutlich gemacht, dass Adornos Horkheimers Analyse der 1940er Jahre und der damaligen letztlich auch weltgesellschaftlichen Verhältnisse eine beeindruckende Aktualität hat. Jetzt vielleicht eine etwas plakative Frage zum Abschluss. Also diese Politik des Ressentiments, die von dem autoritären Nationalismus getragen wird oder auch umgekehrt, ist das der Vorbote eines neuen faschistischen Zeitalters oder darf man so weit nicht gehen? Naja, also ich glaube, man muss schon die Gefahren ehrlich sehen. Also Voraussagen ist etwas, was entweder Philosophen noch Sozialwissenschaftler oder sowas sich erlauben dürfen, okay? Aber gibt es die Gefahr, dass wir auf eine Art von Autokratie, Autoritarismus rutschen? Ja, natürlich gibt es. Und also das, in der Hinsicht ist die Lage in den USA immer noch beängstigend. Ich erwarte nicht, dass das in Italien geschehen wird, zum Beispiel. Ich glaube, das Eingebettetsein in der Europäischen Union macht schon einen Unterschied, trotz der wahnsinnigen Aussagen und so weiter von Orban und so. Also Italien, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Einiges wird auf der lokalen Ebene und so weiter geschehen. Aber was ist mit den USA? Was soll ich da denken? Ich bin ja amerikanische Staatsbürgerin. Was soll ich jetzt denken? Also wir haben hier eine Konterrevolution von oben, wo der Supreme Court, der oberste Gerichtshof des Landes, in gewissen Fragen also rechts von der Bevölkerung ist. Rechte der Frauen, Abtreibung, ja, zum Beispiel. Aber es ist nicht nur das. Auch Umweltpolitik. Sie hassen den administrativen Staat. Was heißt das? Dass sie zunehmend die Umweltbehörden verhindern. Das Migrantenpolitik. Ne? Biden versucht seit Monaten diese berühmte Titel 42. Das ist ein Gesetz in der Migrationspolitik, die den USA erlaubt hat, Migrantinnen mit Ansteckung, also mit infectious diseases, nicht im Lande zu lassen. Biden versucht das zu negieren, aber auf der anderen Seite ist da ein Richter von Texas, der widerlegt und noch weiter geht diese Politik. Ne? Also insofern, ich glaube, man muss jedes Land, also man muss sehr vorsichtig betrachten, und Faschismus ist ein Wort, was sehr leicht missgebraucht wird. Und aber dass es Tendenzen gibt, die Demokratien wirklich, die Demokratie, sagen wir, also Gefahren und so weiter, das denke ich sehr, sehr, und das betrachte ich, und also mit großen Sorgen, und tu was ich kann hier dagegen zu stimmen. Und ob das jetzt auch in anderen Ländern der Fall wird, ob es so etwas wie eine transnationale faschistische Bewegung geben wird, wie es eine transnationale autokratische Bewegung gegeben hat. Sehen wir mal. Also zunächst mal, morgen ist die Wahl in Brasilien. Ja? Im November haben wir Wahlen in den Vereinigten Staaten. Nächstes Jahr sind Wahlen in der Türkei, sehr wichtige Wahlen in der Türkei.
Also insofern, ich würde sagen, nie Hoffnung aufzugeben, aber auch Sorge und Widerstand daran zu blicken. Ohne Widerstand geht es auch nicht. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ohne Widerstand geht es auch nicht. Das sollten wir so stehen lassen für den heutigen Tag oder dann auch für die Podiumsdiskussion. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und Energie, die Sie für heute aufgebracht haben und bedauere es sehr, dass wir Sie jetzt verabschieden aufgrund der technischen Beschränkungen. Ja, wir haben es sehr genossen, Ihren Vortrag und Ihre Analysen und auf bald. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch und viel Spaß bei der Tagung. Ja, und wir machen jetzt gleich weiter im Programm mit unserer kleinen Podiumsdiskussion. Sie ist etwas kleiner geworden als geplant, weil Ina Kerner, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau, leider nicht hier sein kann, Corona-bedingt, und zwar in einem Schweregrad, der es ihr auch nicht erlaubt, sich jetzt zuschalten zu lassen. Wir werden also nur zu viert sein. Und ich bitte jetzt Manuela Bojatil, Sergio Costa und Daniel Leuk hier oben aufs Podium. Mit freier Platzwahl. Ja. Nee, danke. Wir haben uns schon vorab gesprochen. Ja. Genau, also wurde gerade eingeworfen, also jenseits der Spontaneität, dass wir auf Ina Kerner verzichten müssen in dieser Runde. Wollten wir jetzt nicht zu viel Spontanität hier integrieren, indem wir jetzt noch zusätzliche Podiumsdiskutantinnen mit auf die Bühne nehmen. Und ich muss auch zugeben, also ich habe das schon bei Spitze und Zentrum angesprochen, eingangs meiner kleinen Einführung. Wir werden womöglich jetzt dem demokratischen Habitus, für den auch dieser Raum, diese Räumlichkeit steht, nicht ganz gerecht werden, weil wir haben jetzt auch am Ende dieses Podiums keine Frage-Antwort-Runde mit dem Publikum vorgesehen. Uns schien das hier im Rahmen dieses Raumes und dann zentriert auf die Fragen, die wir hier verhandeln und bei der dann doch, ich finde, immer relativen Aufregung, die auf solchen Podien entstehen. Uns schien es nicht zielführend, das sozusagen dann irgendwie ins Publikum zu geben. Aber alle Diskutantinnen stehen nach der Veranstaltung unten beim Empfang, der spätestens um 21 Uhr beginnen wird, zur Verfügung. Und wir haben uns auch abgesprochen, dass wir im Zweifelsfall vielleicht auch etwas früher beginnen. Wir haben ja eine Diskutantin etwas früher enden. Wir haben eine Diskutantin weniger. Und die 19 Grad machen sich so langsam bemerkbar. Ich habe das beobachtet. Ich versuche hier noch durchzuhalten. Aber ich habe beobachtet, wie sozusagen dann auch der Vermummungsgrad hier zugenommen hat in der letzten halben Stunde. Gut, wir haben dennoch gut Zeit für drei Impulsvorträge von, ich möchte es sozusagen der Disziplinierung halber auch öffentlich machen, von circa 10 Minuten, die drei Diskutantinnen hier einführend uns zur Kenntnis geben werden. Und dann verwickle ich die drei in eine Diskussion. Es wurde vorab schon in unserer Vorkommunikation befürchtet, dass es zu viel Konsens, zu wenig Dissens in dieser Runde geben würde, dass man zu sehr auf einer Linie liegen würde. Und wie auch schon intern kommuniziert, würde ich sagen, macht überhaupt nichts. Wir wenden die übliche linke Praxis an, die immer schon funktioniert hat, nämlich minimale Differenzen maximal zu dramatisieren. Und dann wird es hier auch auseinandergehen, sodass man hier nichts Gemeinsames im Anschluss machen wollen wird.
Ich darf die Diskutantinnen auch ganz, ganz kurz vorstellen, aber ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen. Mit wem beginne ich denn? Ich beginne außen. Sergio Costa ist Professor für Soziologie und die Soziologie Lateinamerikas an der Freien Universität Berlin. Und in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen, einerseits in der Frage von interdependenten Ungleichheiten, würde man das soziologisch nennen, also eine Ungleichheitsanalyse im weltgesellschaftlichen Maßstab, die wechselseitigen Verstrickungen, Verschränkungen von Ungleichheitslagen weltweit in Rechnung stellt und, das wird auch aus seinem Impuls heute deutlich werden, auch sehr stark eingebunden in den letzten Jahren in die Diskussionen, transnationale Diskussionen um Konvivialität und Konvivialismus. Herzlich willkommen, Sergio. Und wie vielleicht gerade bei Sheila Benhabib, wie man es gemerkt hat, man ist ja selber immer entsprechend seiner eigenen politischen Sozialisation am meisten in Angst um das eigene Land, also um die politische Gemeinschaft, in die man hinein vergesellschaftet worden ist und entsprechend ist wahrscheinlich Sergio Costa jetzt ganz stark fixiert auf den morgigen Tag und wird auch nicht an der weiteren Tagung teilnehmen können, weil er sein Wahlrecht für die brasilianischen Wahlen ausüben wird, morgen persönlich in der brasilianischen Botschaft, nehme ich an. Das schließt also unmittelbar an den Vortrag an. Dann Manuela Bojagiev ist irgendwie paradoxerweise Professorin für europäische Ethnologie. Aber das wird sie dann gleich durchbrechen, auch hier. Ebenfalls in Berlin, das ist unsere Berliner Fraktion, seit vielen, vielen Jahren ganz aktiv wissenschaftlich wie auch, kann man glaube ich sagen, bewegungspolitisch im Feld von Migrationsfragen, Autonomie der Migration. Meine Frage eingangs an Sheila Benhabib richtete sich so ein bisschen auch immer am Schluss daran, ob es sowas wie eine Autonomie des Autoritarismus gibt, der eben nicht nur von oben kommt, sondern auch von unten sehr autonom sich durchsetzt. In den letzten Jahren, also Handbuch Rassismus, glaube ich, gerade rausgegeben im Nomos Verlag, Co. herausgegeben. Herzlich willkommen auch Manuela. Und dann der dritte im Bunde, Daniel Leuk, offensichtlich ziemlich fröstelnd hier. Umso heißer sollten seine Beiträge werden, um hier das zu kompensieren. Von der Universität Amsterdam, Associate Professor für politische und soziale Sozialphilosophie. Im Feld einerseits der Rechtskritik, also im Sinne einer kritischen Theorie, aber auch zuletzt mit einer Veröffentlichung auch zur Kritik der Souveränität, der Frage von Nationalstaatlichkeit und der Herrschaftlichkeit in nationalstaatlicher Verfasstheit, ganz prominent in der Debatte. Und ich würde auch sagen, letztlich wie alle drei, jemand, der auch Wissenschaft und politisches Engagement untrennbar verbunden sieht. Auch dir ganz herzlich willkommen. Ja, diese Reihenfolge war jetzt nicht ganz zufällig, weil wir auch in der Reihenfolge die drei Beiträge jetzt hören werden. Also idealerweise würden wir dann in einer halben Stunde in den interaktiven Austausch gehen. Und so wie die Dinge stehen, sind sie nicht ideal. Ich denke, in 40 Minuten wird es tatsächlich der Fall sein. Sergio. Ja, guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch für die sehr freundliche Einführung. Und natürlich eine große Freude und Ehre, in diesem Raum, in dieser wirklich privilegierten Runde hier zu sein und über auch ein spannendes Thema sprechen zu darf. In Anspielung an Stefan Lessenigs Einführung, in dem sagen, dass wir hier eigentlich eine ähnliche Ansicht vertreten und daher werden wir dann
wie die man kennt aus der linken Politik, so kleine Differenzen dramatisieren. Ich habe mir jetzt überlegt, ob es vielleicht dann die umgekehrte Übung der Großen Koalition ist, so also große Differenzen so weit wie möglich dann herunterzuspielen. Also das heißt, wir sind hier in einer ganz anderen Konstellation. Ich würde, Sie haben ja schon einen wunderbaren Vortrag vorgelesen gehabt. Ich würde aber doch versuchen, dann doch an meinen Text hier, was ein Vortragstext ist, also nicht ein Text zu lesen, eher zum Vorlesen, insofern hoffe ich, dass es verständlich wird. Denn 10 Minuten sind wirklich, ist eine denkbare knappe Zeit für ein so komplexes Thema. Also der Input hat das Titel Kosmopolitismus als Konvivialität und ich würde natürlich auch darauf eingehen, was hier mit Konvivialität gemeint ist. Mit Rekurs auf neue Adjektivierung versuchen viele aus dem Dilemma zu kommen, mehr Kosmopolitismus haben zu wollen, aber sich gleichzeitig von Ethnozentrismus früherer Kosmopolitismus versuchen, von der Antike bis hin zu Immanuel Kant und Jürgen Habermas zu distanzieren. Subaltern Kosmopolitanism, Rooted Kosmopolitanism, Kosmopolitanism of the Poor oder aber auch Minor Kosmopolitanisms als Dachkonzept, wie wir in einem gleichnamigen Graduiertenkolleg verwenden, sind nur einige der vielen Charakterisierungen des Kosmopolitismus, die ein ähnliches epistemologisches Ziel verfolgen, die Kosmopolitismus-Idee zu dezentrieren. Anders als der Titel des Inputs vielleicht suggeriert, werde ich heute aber nicht versuchen, eine eigene Wendung in dieser Diskussion einzubringen, um einen konvivialen Kosmopolitismus vorzuschlagen. Ich gehe anderes vor, und zwar in 3 Schritten. Zuerst nenne ich zugegebenermaßen programmatisch 4 Voraussetzungen, die Kosmopolitismusentwürfe erfüllen müssen, damit sie heute noch valide und einflussreich bleiben. Dann lade ich Sie ein, verschiedene Stationen der Debatten um Konvivialität kurz zu besuchen und schließlich versuche ich, die These plausibel zu machen, dass die Konvivialitätsbewegung hier verstanden als wissenschaftlicher Ansatz und als Sammelbegriff für unterschiedliche Konvivialinitiative, also da werde ich dann schauen, ob dieser Bewegung die Voraussetzung eines zeitgemäßen Kosmopolitismus erfüllt. Aber alles das in vielleicht 9 Minuten, Stefan, keine Sorge. Es sei mir gestattet, die Geschichte und Bestimmung des Begriffes Kosmopolitismus zu umgehen, um Kosmopolitismus nur minimalistisch und zweckentsprechend als Gerechtigkeit jenseits von Grenzen zu definieren. Die Antwort auf die berechtigte Frage, um welche Gerechtigkeit, um welche Grenzen geht es dabei, ergibt sich hoffentlich aus dem im Folgenden diskutierten Voraussetzung eines zeitgemäßen Kosmopolitismus. Diese Voraussetzungen werden in 4 sperrige Schlagwörter zusammengefasst. Postkolonialität, Planetarität, Materialität, Intersektionalität. Postkolonialität wird hier in zweierlei Hinsicht verstanden. Kognitiv meint Postkolonialität die prägende Bedeutung vom Kolonialismus, von dem Kapitalismus nicht zu trennen ist, für die gegenwärtige Weltgesellschaft mitsamt der existierenden Ungleichheitsstrukturen und Kategorien ernst zu nehmen. Politisch, und das meint auch wissenspolitisch, heißt Postkolonialität, das Weiterbestehen kolonialer Machtverhältnisse zwischen Weltregionen, aber auch zwischen Menschengruppen aktiv entgegenzutreten. Planetarität wird hier im Sinne des von Dipesh Chakrabarti reklamierten Paradigmenwechsel von Globalität zu Planetarität und damit von Nachhaltigkeit zur Bewohnbarkeit des Planeten verstanden.
Demzufolge wird jede Fantasie eines menschlichen Sonderwegs als Hauptprotagonist der Globalisierung gedämpft. Stattdessen tritt ein planetarisches Denken und eine planetarische Ethik ein, wonach die Gegenwart und vor allem die Zukunft des Lebens auf der Erde von der Qualität der Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, Flüssen, Meeren und so weiter abhängen. Schließlich führen wir mit ihnen ein interdependentes Leben auf diesem Planet. Materialität meint die empirische Evidenz konkreter Interaktionsformen, die einen bestimmten Kosmopolitismusentwurf animieren. Was hier vielleicht unnötig kompliziert ausgedrückt wird, ist etwas, was der kritischen Theorie seit ihm und je, also mit dem sie vertraut ist. Die nötige Verankerung Kosmopolitismusentwürfe, Vorstellungen an existierenden sozialen Praktiken. Die Gerechtigkeit jenseits von Grenzen entsteht also nicht im Kopf der Philosophin und schon gar nicht des Philosophen, sondern in der Beobachtung und Deutung real existierender sozialer Konstellationen. Schließlich bezieht sich die letzte Voraussetzung für einen zeitgemäßen Kosmopolitismus, nämlich Intersektionalität, auf die Tatsache, dass die Gerechtigkeit jenseits von Grenzen, Gender, Ethnizität, Staatsbürgerschaft, Klassen, Race und andere einschlägige Klassifikationen in gleicher Weise als konstitutiv für moderne Hierarchien versteht. Es geht hier darum, die Scheindebatten Identitätspolitik versus Sozialpolitik oder Anerkennungspolitik versus Umverteilungspolitik zu vermeiden. Schließlich existierende unterschiedliche legitime Ausgangspunkte für Gerechtigkeitsansprüche, die nicht miteinander konkurrieren, sondern verwoben, ja, intersektional sind. So, nun zum zweiten Teil, Konvivialität. Der Begriff Konvivialität wurde, vielleicht bekanntlich, in die Geistes- und Sozialwissenschaft von Ivan Illich in einem 1973 veröffentlichten Buch eingeführt. Damals lebt Ivan Illich in Cuernavaca, Mexiko, und stand im Dialog mit progressiven Intellektuellen aus aller Welt. Von Erich Fromm und André Gortz und Susan Sontag bis hin zu den Gründern der Befreiungstheologie in Lateinamerika. Dieser Austausch prägte Illichs Definition von Konvivialität, die nach ihm meint etwas, ich zitiere übersetzend, den Gegenteil von industriellen Produktivität. Ich meine mit Konvivialität eine autonome und kreative Austausch zwischen Personen und zwischen diese Personen und ihre Umwelt. Illichs Werk erlebt seit den ersten Jahren dieses Jahrhunderts eine regelrechte Renaissance. In Frankreich mundete es seit 2010 in die konvivialistische Bewegung, die heute schon eine transnationale, intellektuelle und soziale Bewegung ist. Zwei zentrale Argumente der Konvivialisten, so wie sie selbst nennen, sollen hier hervorgehoben werden. Erstens, die Gabe bzw. altruistische Beziehung und nicht utilitaristisches Kalkül stellt das ursprüngliche und grundlegende Elemente sozialer Interaktion dar. Zweitens, da die materielle Grundlage für weitere ökonomische Wachstumszyklen ausgeschöpft ist, darf Umverteilung nicht nur national, sondern überwiegend global, muss sie überwiegend global erfolgen. Die posthumane Dimension von Konvivialität, die im Konvivialismus implizit ist, wird in der naturwissenschaftlichen Konvivialitätsforschung eindeutig. Demnach werden Böden, Wälder und sogar Städte
den Disziplinen wie der Staatssoziologie meistens als Reich der Menschen beschrieben werden, zu achten übergreifende Verflechtungen, Multispecies Entanglements, umdefiniert. Auch wenn sie ganz andere Genealogie aufweisen, findet sich eine ähnliche Betonung der Interdependenzen oder besser des Kontinuums zwischen Menschen und Natur in Reflexionen und Praktiken indigenen und afroamerikanischer Communities in Südamerika. Beispielhaft hierfür sind die Praktiken des sogenannten Vivir Saboroso, etwas, ich weiß nicht, wie du es übersetzen würdest, Stefan, ich würde sagen schmackhaft leben, ja, die von Afro-Communities an der pazifischen Küste Kolumbiens formuliert und erlebt werden. Und diese Vivir Saboroso wurde sehr bekannt durch die aktuellen Vizepräsidentin Kolumbiens, die dann immer wieder dann auf diese Art von Lebensphilosophie zurückgreift. Von einer Kulturanthropologen wird Vivir Saboroso, die da vor Ort erforscht hat, also würde dann dieses schmackhafte Leben zu führen, sagt sie, ist weder ein Ziel noch eine Endstation, sondern ein Prozess, ein Tun, ein Existieren von Tag zu Tag. In diesem Prozess sind viele Akteure involviert. Die Heiligen, die Töte, die Pflanzen, die Verwandten, der Berg und der Fluss. Zitat Ende. Noch zwei weitere Stationen der Konvivialitätsdiskussionen sind hier wichtig. Zunächst die britische Migrations- und Multikultur, also nicht Multikulturalismus, sondern Multikulturforschung und insbesondere der prägende Beitrag von Paul Gilroy dabei. Ich denke, dass Manuel ein bisschen auch darauf eingehen wird in ihrem Beitrag. Auf der Suche nach Auswegen aus der Türken vom Nationalismus und liberalen Multikulturalismus stellt der britische Soziologe Gilroy fest, dass in vielen britischen Städten Kontexte, oder ich würde sagen besser Momente des Zusammenlebens bestehen, in denen Personen und Gruppen mit unterschiedlichen ethnischen, sozialen und religiösen Hintergrund zusammenkommen, ihre potenziell konfliktiven Partikularitäten bleiben aber außen vor. Und das ist auch sehr gut dokumentiert in seiner Forschung. Dieses Interaktionsmuster nennt Gilroy mal Konvivialität, mal Kosmopolitismus von unten. Zuletzt möchte ich noch zwei Beiträge aus der postkolonialen Sozialforschung erwähnen, die zeigen, dass Konvivialität nicht immer Good Conviviality ist, sondern es gibt auch eine Inszenierung von sozialer Nähe, die dann zur Legitimierung despotischer Regimen und auch Hierarchien gelten kann und helfen kann. Etwa Akili Mambembe zeigt, wie Rituale, in denen eine gewisse Intimität zwischen Herrschenden und Beherrschenden erlebt wird, eine zentrale Stütze despotischer Herrschaft in kolonialen und postkolonialen Kamerun war und bleibt. Auch unser Kollege hier aus Frankfurt Encarnación Gutiérrez Rodríguez, zeigt Ähnliches im Fall von undokumentierten Migranten, die als Haushaltshilfe arbeiten. Demzufolge leisten diese Migranten mit ihrer Präsenz und Zuwendung in der fremden Wohnung eine affektive Arbeit, für die sie nicht bezahlt werden und dann praktisch kompensiert wird durch diese Inszenierung von ihr. Damit komme ich zu meinem Schlussfazit, in dem ich überprüfe, inwiefern die Konvivialitätskonzepte und Praktiken den vier anfangs diskutierten Voraussetzungen eines zeitgemäßen Kosmopolitismus genügen. Erstens dann Postkolonialität. Also bezüglich Postkolonialität ist die Antwort eindeutig. Kognitiv wird die postkoloniale Prägung der gegenwärtigen Weltlage in mehrere konvivialistischen Ansätzen diskutiert und reflektiert. Auch politisch sind vor allem in der konvivialistischen Bewegung konkrete Vorschläge und Beispiele, auch wenn noch im kleinen Format, um postkolonialen Symmetrien zu überwinden. Ebenfalls wissenspolitisch entwickeln sich wichtige Anregungen für konviviale Formen der Wissensproduktion und Zirkulation.
Dabei werden wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Expertinnen, Forschenden und Beforschende eine geteilte Kompetenz zugeschrieben, die Welt zu deuten, wie Berg und Magdalena Nowitzka formulieren, eine Kollegin von Manuel an der Humboldt-Universität. Auch die Frage der Planetarität ist leicht zu bejahen. Sowohl die Konvivialitätsforschung als auch die Konvivialitätspraktiken haben schon längst sich von Globalisierungsparadigma Abschied genommen und treten für eine planetarische Ethik ein, in der die Aufrechterhaltung des Lebens auf dem Planeten im Vordergrund steht. Das tun zum Beispiel Initiativen, die konviviale Technologien entwickeln, welche nicht gegen, sondern in der biologischen Kreisläufen oder mit die biologischen Kreisläufen arbeiten. Die Voraussetzung der Materialität ist ebenfalls erfüllt. Nicht nur in indigenen Communities, sondern auch in hochurbanisierten postmigrantischen Kontext, wie Geroy zeigt, entstehen konviviale Interaktionen. Etwas weniger diskutiert und entwickelt in den Konvivialitätskreisen ist die vierte Voraussetzung, Intersektionalität. Hier haben insbesondere Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, ich würde sagen auch die kritische Theorie, einiges zu tun. Persönlich sehe ich dabei einen politischen und wissenschaftlichen Auftrag. Vielen Dank. Wir schließen die Vorträge, die Impulsreferate gleich unmittelbar an. Das heißt, kurzes Durchschnaufen bei allen Beteiligten und dann Manuela Boyetti. Jetzt ist mein Text verschwunden. Guten Abend. Ich meine das ernst. Das Kriterium der Materialität ist dann nicht erfüllt. Absolut. Wie wäre es, wenn du jetzt anfangen würdest und ich gehe zu meinem Computer, weil da ist der Text. Sollen wir das so machen? Wir müssen es so machen, würde ich sagen. Bist du bereit, Daniel, für diese spontane Umdisposition? Ja? Ja? Oder bist du? Ja, wenn du es jetzt hast. Es tut mir sehr leid. Ja, geht alles von deiner Zeit ab. Kein Problem. Eh klar. Okay. Das war nur, um die Temperatur etwas zu erhöhen, jedenfalls für mich. Bei dir persönlich jedenfalls. Also, einen wunderschönen guten Abend. Auch ich freue mich wirklich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin auch sehr froh, Teil dieser Runde zu sein. Dankbar für den Vortrag von Sella Benhabil, deine einführenden Worte und den Vortrag. Und ich freue mich auf deinen, Daniel. Ich fange gleich an. Sie haben heute eingeladen, über die Möglichkeit eines demokratischen Kosmopolitismus zu sprechen. Über einen Kosmopolitismus von unten, wie es in der Einladung heißt. Nun mutet das angesichts, und das ist auch schon gesagt worden, unserer heutigen derangierten Welt, wie es der Schriftsteller Amitav Ghosh genannt hat, zunächst wie eine Aufforderung an, über ein Konzept nachzudenken, das in dieser Welt irgendwie aus dem historischen Takt geraten ist. Es existieren nämlich erhebliche Verunsicherungen in den Einschätzungen und über die Begriffe, in denen wir die gegenwärtigen Transformationen denken sollen. Epochale Veränderungen, die wir auslösen, für die wir offensichtlich keine nachhaltigen Lösungen zu finden in der Lage sind. Gleichwohl wissen wir, es ist längst Zeit, die Perspektive darauf, wer wir in dieser Welt sind, wo wir stehen und was wir sein wollen, wie wir leben und wie wir gemeinsam leben und überleben wollen und können, radikal verändern müssen. Vermutlich würden viele auf die Frage, welche Zukunft die Globalisierung hat, und das ist ja der Titel meines Vortrags, mit der lapidaren Antwort entgegnen,
keine. Und wahrscheinlich haben noch viel mehr Menschen das Gefühl, politisch wenig vermögen zu können. Möglicherweise bietet das Kosmopolitische genau hier einen Anknüpfungspunkt, setzt es sich doch wörtlich aus Kosmos und Politik zusammen. Letztlich kann Kosmopolitik als eine Aufforderung verstanden werden, eine Politik und eine Praxis zu formulieren, die sich als eine Alternative den autoritären Regimen und Postfaschismen entgegenstellt. In diesem Sinne möchte ich dazu kursorische Überlegungen und Thesen mit Ihnen teilen. Wenn wir heute über das Kosmopolitische sprechen, kommen wir nicht umhin, die Bedingungen dieses Kosmos einzuschätzen. Ich meine damit die Bedingungen einer rapid veränderlichen Weltordnung. Dazu gehört auch, nach den aktuellen Vektoren der Globalisierung zu fragen, in der für viele Kosmopolitismus, jedenfalls als normatives Konzept, keine Lebensrealität mehr ist. Mit dem Krieg in der Ukraine sind jene Stimmen noch einmal lauter geworden, die die Globalisierung zurückdrehen wollen. Es ist die Rede von Deglobalisierung und von Friendly Shoring, wie es die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen ausdrückte, die ein Plädoyer für die ökonomische Kooperation nur mit, ich zitiere, befreundeten Ländern aussprach. Darin kommen programmatische Slogans zum Ausdruck, die globale Zirkulation neu zu konfigurieren zu versuchen. Globalisierung ist eben erstmal das: Zirkulation von Menschen und Arbeit, von Kapital und Energie, von Gütern und Rohstoffen, von Daten, von kulturellen Artefakten und von Lebensweisen. Sie macht Teile vom Ganzen abhängig. Globalisierung ist der Auf- und Ausbau von Architekturen, der Infrastrukturen und Logistik, um diese Zirkulationen zu gewährleisten, aufrechtzuerhalten und letztlich sie zu regieren. Und eben in einer Weise, die die Teile vom Ganzen abhängig macht. Nur ein Beispiel. Der internationale Wettbewerb hat die Spannungen zwischen Staaten verstärkt und sie zu regionalen Bündnissen veranlasst. Die Verbreitung digitaler Technologien hat die Geografien in Richtung einer höheren Konnektivität verschoben, die wiederum aber von wenigen Big-Tech-Unternehmen mit folgenschwerer Macht infrastrukturell stützen. Und so weiter. Globalisierung ist aber mittlerweile ins Stocken geraten. Zunächst natürlich während der weltweiten Pandemie und noch einmal verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Personalmangel in der Logistikbranche, fehlende Lkw-Fahrerinnen und fehlendes Flugpersonal. Güter, die Häfen nicht verlassen, Container, die nicht verladen werden und Schiffe, die Häfen verstopfen und in Kanälen wie dem Suez feststecken. Erschwerte Zugänge zu seltenen Rohstoffen, Störungen von systemrelevanten Pflegeinfrastrukturen wegen Personalmangels. Störungen von Versorgungsinfrastrukturen durch Krieg, Klimaereignisse und allgemein durch Sabotage und Störungen. Die Liste ließe sich noch fortführen. Auf Grundlage einer vom Krieg gezeichneten und überschatteten globalen Landschaft nimmt die Bewegung von Menschen wieder zu. Ob aus der Ukraine, dem seit Jahren in militärische Auseinandersetzungen verstrickten Afghanistan, dem überschwemmten Pakistan oder erst dieser Tage der Flucht vor Mobilmachung aus Russland. Im Mai 2022 meldete der UNHCR, der Krieg in der Ukraine und andere Konflikte lassen die Zahl der Vertriebenen erstmals auf über 100 Millionen ansteigen. Und schon wieder ist die Rede vor der nächsten Flüchtlingsbewegung. Immer mehr Menschen, die können, entkommen ihren Verhältnissen und suchen Schutz. Während der Schutzauftrag Europas, der staatlich-politische Auftrag, Menschen auf der Flucht Schutz zu gewähren, systematisch unterhöhlt wurde, entstand eine Struktur zivilgesellschaftlicher Praxis und Solidarität, um Menschenleben im Mittelmeer und anderswo vor dem Ertrinken zu retten. Damit gelingt zumindest punktuell, die durch das militarisierte Grenzregime evozierten Engpässe der menschlichen Fluchtzirkulation zu überwinden. Angesichts dieses Spektrums struktureller und gewaltförmiger Einschränkungen und Behinderungen globaler Zirkulation haben sich viele gefragt, ob der Begriff der Globalisierung mehr verdeckt, als er uns zu verstehen erlaubt. Im Kontext einer Aktualisierung des Konzeptes Kosmopolitischen sollten aus meiner Sicht jene Weisen in den Vordergrund rücken, in denen die Zirkulation nicht reibungslos und ruhig verläuft, wohl aber auf diese Weise regiert werden soll.
Noch ein letzter Punkt zur Globalisierung, bevor ich wieder auf die Möglichkeiten des Kosmopolitischen eingehe. Mein Kollege Sergio Costa hat es bereits angesprochen. Erinnern müssen wir uns, dass die Globalisierung, von der die Rede ist, auf der globalgeschichtlichen, unerbittlichen Gewalt des Kolonialismus sowie auf der Ausweitung des Weltmarktes beruht. Ulrich Brandt und Markus Wissen bezeichnen es als unsere imperiale Lebensweise, auf der unsere Externalisierungsgesellschaft, wie Stefan Lessenich sie treffend benennt, beruht. Dazu gehört die menschliche Herrschaft über die Natur und dass es nie etwas Natürliches an der Natur gegeben hat. Denn es verhält sich umgekehrt. Was in der Rede über die Natur der Natur, in der Rede über die Naturgesetze überhaupt erst naturalisiert wird, ist die Herrschaft über sie. Daran erinnert uns übrigens ebenso der Rassismus als auch das bestehende Geschlechterverhältnis als elementare Dimensionen dieser Globalisierung. Hier sind es die transnationalen Kämpfe der Frauen gegen Femizide und Ausbeutung und die antirassistischen Mobilisierungen, die eben genau das eröffnen: Handlungsräume, um gegen naturalisierte Existenzweisen anzugehen. Sie zeigen eindrücklich, wie diese zur Aufteilung der Welt beitragen, indem sie so differenzieren, so ausschließen, so entrechten und mitunter so töten. Die Infragestellung von Rassismus und Sexismus liefert uns außerdem Hinweise darauf, dass und wie diese Welt nicht erst heute weniger leb- und bewohnbar für immer mehr Menschen ist, sondern dass diese Welt noch nie die gleiche Welt für alle war. Das Konzept des Kosmopolitischen hat seine Kraft immer aus der Zukunft geschöpft. Doch die Einwände, die im Rahmen der Diskussionen um das Anthropozän und die weltweiten Proteste im Rahmen der Fridays for Future artikuliert werden, machen deutlich, dass diese Zukunft eine deutlich verkürzte wäre, wenn wir heute nicht umlenken. Der Einsatz der Welt in seiner Vielfachheit steht als Ganzes auf dem Spiel. Soweit und in aller Kürze zum Kosmos bleibt die Politik. Die Frage der Politik, die Möglichkeit kollektiven Handelns im Angesicht dieser globalen Entwicklungen und globalen Begrenzungen, ruft ihrerseits weitere multiple Dimensionen, aber auch Problematiken auf. Und ich möchte es deutlich sagen, es genügt nicht, die historische Tatsache der Globalisierung zu benennen. Das Konzept des Kosmopolitischen fordert vielmehr dazu auf, sie als durchzogen von konfliktiven Effekten ihrer Widersprüche zu begreifen und ihnen auch als solche zu begegnen. Die Widersprüchlichkeit der Verhältnisse, die Gleichzeitigkeit vieler Welten in unserer eigenen, führte jüngst zur Genese vieler Metaphern. Es ist die Rede von politischen Landschaften, von transnationalen lateralen Räumen, von Interregnums, von Umwelten, von Regimen und Assemblagen, von sozialen Netzwerken. Die Vielfältigkeit und Gleichzeitigkeit vermarktet Facebook als Metaverse. So unterschiedlich die Metaphern auch sind, am Ende versuchen sie zu fassen, wie die Welt räumlich und zeitlich integriert, neu konfiguriert, aufgespalten und hierarchisiert wird. Und dass dies eben nicht mehr allein das Handlungsfeld von Nationalstaaten bzw. supranationalen Organisationen wie der EU ist. Wenn eine Eigenschaft heutiger Globalisierung der Versuch der Regierung und Kontrolle der Zirkulation ist, was bleibt dann für eine Eröffnung gemeinsamer Welten des Kosmopolitischen, die an den Ort gebunden scheinen, weil sie weder über die Mittel noch die Macht verfügen, ihre Politik zu skalieren, zu vervielfältigen und zu verketten? Für mich stellen in diesem Zusammenhang Migrantinnen und Flüchtende Figurationen des Kosmopolitischen dar. Sie verlassen unbewohnbare Territorien, steuern neue an, lassen sich nieder. Sie leben zwischen Orten und werden über lange Zeiträume so im Temporären festgehalten, dass schon sich Städte bilden. Ohne Mobilität ist unsere Welt aber nicht denkbar. Es ist schlicht nicht möglich, dass alle dort bleiben, wo sie waren und sind. Das war auch nie anders. Aber heute sind die Konsequenzen für uns essentiell. Und trotzdem erklären wir Migration weiterhin immer zur Ausnahme, mit der staatliche Souveränität exekutiert wird, so gut es eben geht, und mit schier unbegreiflichen Konsequenzen. Die Toten im Mittelmeer, vernichtete Existenzen
und exorbitante Kosten zur Aufrüstung ihrer Abwehr. Aber nicht nur das. Wir setzen dabei die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaften, ihre Zukunftsfähigkeit aufs Spiel. Für mich ist das der kosmopolitische Konflikt per se. Im Aufeinandertreffen mit diesen mobilen Subjekten sind wir zwar auch aufgefordert, die normativen und humanistischen Dimensionen des Kosmopolitischen in den Mittelpunkt zu rücken. Und das wird auch getan und es ist auch wichtig. Aber hier sollten wir von den Auseinandersetzungen um eine klimagerechte Zukunft lernen. Sie stellen nämlich nicht nur die Frage nach dem Ausbau, zum Beispiel erneuerbarer Energie, oder nach der Notwendigkeit neuer Architekturen und Bauweisen. Sie sagen vor allem auch, dass wir die alten Infrastrukturen und alten Architekturen zurückbauen müssen. Mit dem Kosmopolitischen geht es also nicht nur um das Normative, sondern um die praktischen Dimensionen des Konfliktes, der definiert werden muss. Die kosmopolitische Praxis eröffnet einen lokalen Konflikt, der stets über sich hinaus weist und über sich hinaus weisen muss. Er ist darum kosmopolitisch in beide Richtungen offen, in der Komposition von Kosmos und von Politik. Bezogen auf menschliche Mobilität sollten wir im Sinne einer kosmopolitischen Praxis die Fragen beantworten, wie wir die Hindernisse und Hürden von Mobilität, der Kohabitation sowie der Niederlassung abbauen und sie überwinden werden. Das zentrale Element ist die praktische Konfliktivität, die konkrete Modalität der Weltweitwerdung. Eine kosmopolitische Praxis eröffnet das Feld eines öffentlichen Diskurses zwischen alternativen Konzepten des Kosmopolitischen, deren universalistische Behauptung nicht, wie Vertreterinnen normativer Konzepte des Kosmopolitismus dies nahelegen, zwangsläufig zu einem multikulturellen kosmopolitischen Miteinander führen. Stattdessen verlässt das Konzept des Kosmopolitischen genau an diesem Punkt seine normative und institutionelle Dimension und wendet sich einer performativen Praxis zu. Dieser Aspekt der performativen Praxis sowie die Tatsache, dass der Begriff der Kosmopolitik die Aufmerksamkeit auf politische Praktiken jenseits einer nationalstaatlichen Logik und Begrenzung lenkt, erscheint mir gerade in einer Zeit, es ist schon genannt worden, des Erstarkens autoritärer Lösungsangebote besonders, sagen wir, reizvoll. Vielen Dank. Vielen Dank für die beiden schon tollen Impulse. Ich darf Sie, muss Sie darauf orientieren, dass wir bis 21 Uhr machen werden und dann aber auch tatsächlich enden werden, pünktlich. Vor diesem Hintergrund genau werde ich mich gleich auch sozusagen vom Dresscode her Daniel Leuk anverwandeln, den ich währenddessen schon mal darum bitte, mit seinem Impuls zu beginnen. Ja, also ich kann mich auch dem Dank anschließen für die Einladung. Ich freue mich sehr, an diesem tollen Ort zu sein und ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert, mit den beiden Mitreferentinnen hier oben zu sitzen, von denen ich schon so viel lernen durfte in meinem Leben und heute Abend auch wieder. Der Titel von meiner kurzen Intervention verdankt sich, wie Sie wahrscheinlich sofort gemerkt haben, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg hat geschrieben im Jahr 1915 folgende Sätze: Geschändet, entehrt, im Blute wartend, von Schmutz triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sittsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt, sondern als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit, so zeigt sie sich in ihrer wahren, ihrer nackten Gestalt. Das hat Rosa Luxemburg in ihrer berühmten Junius-Broschüre geschrieben, während sie inhaftiert war für ihre Antikriegsaktivitäten. Sie hat eine Rede gehalten hier in Bockenheim, für die sie dann inhaftiert wurde. Und 1915, also als der Erste Weltkrieg schon
viele tausende Menschenleben gekostet hat und eben viele nationale Ökonomien in den Ruinen lagen, viele Menschen der Verarmung und der Verelendung anheimgegeben wurden. Deswegen macht sie eben diese Beobachtung für Luxemburg, zeigt sich in dieser absoluten Krise auch zugleich eben die Wahrheit der bürgerlichen Gesellschaft. Und das bringt sie dann 1915, also vor etwas mehr als 100 Jahren, zu dem berühmten Satz Sozialismus oder Barbarei. Und sie meint damit eben, es gibt in dieser Situation, wo sozusagen die Wahrheit der bürgerlichen Gesellschaft endlich offen zutage liegt, keine dritte Alternative mehr. Also dieser Begriff der Sozialismus oder Barbarei ist nicht so zu verstehen wie eine abstrakte Wahlfreiheit, also macht man Sozialismus oder Barbarei oder X, ja, eine dritte Alternative, sondern es gibt eben nur die beiden. Und damit ist vor allem gemeint, ein Zurück zum Status quo ante, also vor dem Beginn des Weltkriegs, ist unrealistisch. Man muss sich jetzt, wenn man die Barbarei verhindern will, ganz dem zum Sozialismus entschließen. Und das liegt darin, dass sie eine bestimmte Analyse hatte, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Sie hat nämlich den Weltkrieg als das Aufeinandertreffen von zwei gleichermaßen notwendigen Tendenzen beschrieben. Einerseits der Tendenz des Kapitalismus nach Expansion. Also der Kapitalismus kann nicht anders, als immer weiter zu expandieren. Und das nimmt dann auch die Form des Imperialismus an. Und gleichzeitig aber auch die Logik des Nationalstaates, sich abzuschotten. Also der Nationalstaat kann nicht anders, als Grenzen aufzubauen. Und in dem Moment, wo diese beiden gleichermaßen notwendigen Logiken miteinander kollidieren, kommt es eben zum Krieg. Und deshalb ist sie der Meinung, dass sich auch nicht innerhalb dieses nationalstaatlichen und kapitalistischen Rahmens auflösen lässt, sondern dass man eine ganz andere Logik finden muss. Und ich glaube eben, dass wir heute in einer ähnlichen Situation sind und dass dieser Vorschlag oder diese Analyse von Luxemburg uns deshalb auch interessante Fingerzeige für diese Fragestellung zu bieten hat, für die Frage nach Kosmopolitismus von unten. Ich habe eigentlich zwei Prämissen dabei, also bei dieser Behauptung, etwas ein bisschen deprimierenden Behauptung, dass wir heute vor einer ähnlichen Situation stehen. Aber ich halte die beiden Prämissen für eigentlich relativ banal schon fast. Das eine ist, dass die Flucht- und Migrationsbewegungen, die sich im Moment sozusagen die so eine mörderisches Erscheinen aufzeigt durch das Massensterben im Mittelmeer. Seit 1993 über 40.000 Menschen sind gestorben beim Weg nach Europa zu gelangen, dass diese Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen nicht aufhören werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sie werden eher zunehmen, also in Zeiten des militärischen Imperialismus, in Zeiten der Zerstörung der Lebensgrundlage von Millionen von Menschen, der Extraktion und häufig der Vergiftung der natürlichen Ressourcen durch global agierende Konzerne, durch die Trennung der indigenen Bevölkerung von ihren Subsistenzgrundlagen, durch Enteignung und Vertreibung, durch die von geopolitischen Interessen der Supermächte getriebene Destabilisierung von politischen Institutionen und vor allem der gigantischen Auswirkungen der ökologischen Katastrophe. All das wird dazu beitragen, dass die Flucht- und Migrationsbewegungen nicht aufhören werden, sondern zunehmen werden. Das ist die eine Prämisse. Die zweite Prämisse ist, dass der Nationalstaat als politische Institution dieses Phänomen nicht wird abbilden können und nicht damit fertig werden wird. Einfach deshalb, weil der Nationalstaat darauf beruht oder auf der Idee beruht, dass politische Mitbestimmungsrechte, Demokratie, Mitgliedschaft, überhaupt die Idee von Mitgliedschaft letztlich durch die Geburt auf diesem Territorium verliehen werden. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber im Regelfall gibt es diese Funktion eines Zusammenhangs von Geburt und Nationalität. Und weil, das ist dann die Konsequenz oder die Voraussage, weil Nationalstaaten dann dem Faktum von Staatenlosigkeit als Massenphänomen damit das nicht in ihrer eigenen Logik repräsentieren können, werden sie immer mehr dazu gezwungen sein, sich so zu helfen, was Ruth Wilson Gilmore, eine
sehr berühmte, sehr wichtige, auch für mich sehr wichtige abolitionistische Theoretikerin und Aktivistin, als Organized Abandonment bezeichnet, als eine organisierte Vernachlässigung. Das heißt, die Herstellung von Bedingungen, unter denen eigentlich kein menschliches Leben mehr möglich ist. Man kann es auch als Migration Fix bezeichnen. Also es ist sozusagen einfach eine Umgangsweise des Staates mit dieser nicht mehr politisch zu repräsentierenden Bevölkerung. Es gibt eben diese beiden Prämissen, die meiner Meinung nach eben zu diesen Konsequenzen führen werden. Ist auch schon von vielen anderen Theoretikerinnen ähnlich beschrieben worden. Hannah Arendt ist wahrscheinlich die bekannteste und ihre Diagnose ist Paradox der Menschenrechte. Die Menschenrechte, die einerseits den Menschen als Träger haben und Menschen als ein politisches Wesen, also eigentlich nur innerhalb eines Staates verliehen werden können und deshalb auch immer genau dann scheitern, wenn es tatsächlich Menschen gibt, die keine politischen Rechte mehr haben, die sozusagen staatenlose sind. Die italienische Philosophin Donatella di Cesare hat das jetzt jüngst auch nochmal aufgegriffen in ihrem Buch Philosophie der Migration und als demokratisches Paradox bezeichnet. Demokratisches Paradox besteht darin, dass einerseits die Demokratie auf universellen Rechten basiert, auf dieser Idee, dass Freiheit und Gleichheit zum Beispiel für alle gelten sollen, gleichzeitig aber auch eben immer auf einer Form von Souveränität, also einer Partikularität beruhen. Und auch sie ist eben der Meinung, dass der Nationalstaat diese Spannung nicht aus seinen eigenen Kräftenhaus lösen kann. Deshalb, weil das so ist, weil es dieses demokratische Paradox gibt, beziehungsweise diese Kollision des Expansionsdrangs des Kapitalismus und der Fortifizierungstendenz des Nationalstaates, gibt es nur diese beiden Optionen, auch heute wieder. Einerseits der Barbarei, das heißt das Organized Abandonment, das Sterben zu akzeptieren und einfach davon auszugehen, dass das sozusagen nicht zu verhindern ist, oder eben eine grundlegende Infragestellung dieser beiden Logiken des Zusammenspiels von einerseits Kapitalismus und andererseits Nationalstaat, was ich eben als No-Border-Politik bezeichne und was eben eine Politik ist, die von vielen aktivistischen Gruppen, von der Kampagne Kein Mensch ist illegal, vielleicht in Deutschland, aber auch Abolish ICE in den USA, Abolish Frontex jetzt in Europa vertreten wird und die eben der Meinung ist, dass das sozusagen halt eine No-Border-Politik die einzige Weise ist, diese Barbarei zu verhindern. Und viele Theoretikerinnen, die eben grenzabolitionistische Positionen und Theorien vertreten, sind ja auch so, wie viele Minuten habe ich denn noch? Wenige. Wenige, ja. Also, weil wir Materialistinnen sind, wir haben das ja schon gehört, wollen wir das nicht als abstrakte Utopien deklarieren, ja, also als Kosmopolitismus sozusagen am Reißbrett entwerfen, sondern wir suchen nach einer Möglichkeit, sozusagen einen Moment in der bestehenden Welt schon zu finden, dass diese No-Border-Politik auch tragen kann. Da bin ich auch ganz bei Manuela sozusagen, die das als, also die real schon existierenden Flucht- und Migrationsbewegungen als genauso eine, als sozusagen ja, Träger und materielle Grundlage einer solchen No-Border-Politik auch anzusehen und eben auch als Fingerzeig dafür zu nehmen, wie eine solche No-Border-Politik aussehen kann. Und da finde ich besonders interessant die Verbindung der gegenwärtigen Diskussion über die Commons, ja, also der Verfügbar- und Öffentlichkeitsmachung von öffentlichen Ressourcen als soziale Infrastruktur, mit den Diskussionen um No-Border oder globale Freizügigkeit zu verbinden. Also eben unsere Städte so zu verstehen, dass sie Zufluchtsstädte sind, dass sie dort offen sind für alle, unabhängig von ihrem Titel, von ihren Papieren, von ihrer Herkunft, einfach deshalb, weil sie bestimmte Bedürfnisse haben. Städte können im Sinne dieser Commons sozusagen, also zum Beispiel medizinische Infrastrukturen, Kommunikationsinfrastrukturen, Kommunikationsmöglichkeiten bereitstellen, ohne danach zu fragen, was die Herkunft ist, und eben deshalb auch tatsächlich dann auch die sowohl ökonomischen als auch die politischen und rechtlichen
Bedingungen einer solchen Politik der Konvivialität schaffen. Und ich will nur mit einem Zitat enden, wenn ich darf, von einer anderen Theoretikerin und Aktivistin, die ich sehr bewundere, Harsha Walia, eine der im Moment führenden grenzabolitionistischen Theoretikerin, die das, was da oben steht, nämlich es geht auch anders, für mich ganz gut ausdrückt. Das ist jetzt leider auf Englisch, aber ich sage zumindest den letzten Satz dann auch nochmal auf Deutsch. Harsha Walia schreibt in ihrem letzten Buch Border and Rule: While power is omnipresent, shaping every aspect of our lives, these and other movements, also no border movements, remind us that injustice is not ordained to determine our future. Empires crumble, capitalism is not inevitable, gender is not biology, whiteness is not immutable, prisons are not inescapable, and borders are not natural law. We can abolish the organization of difference, which underwrites relentless state and social violence despite hollow proclamations of tolerance. We can weave solidarities through the lens of abundance rather than scarcity and celebrate the interdependence of the particularities of our humanities. We can reconstruct egalitarian social ecosystems where we cultivate de-propertied, de-commodified, de-carceral, de-colonial, and democratic relations. Considering that millions of people are differentiated and managed under border imperialism, we can and must embrace a basic yet expansive vision: no human being is illegal. Also angesichts der Tatsache, dass Millionen von Menschen heute differenziert werden und gemanagt werden unter diesem Regime des Border, des Grenzimperialismus, können wir und müssen wir auch Ja sagen dieser grundlegenden, aber doch einfachen Vision, dass kein Mensch illegal ist. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank an alle drei. Ich hoffe, Sie halten die halbe Stunde noch durch, also unter den gegebenen Bedingungen, aber die müssen wir uns jetzt nehmen. Das ist ein gutes Beispiel hier, warum ich Podiumsdiskussionen nicht mag, weil in der Regel sind sie öde und die Ausnahme besteht darin, dass man drei hervorragende Beiträge hat, denen man nicht gerecht werden kann. Die heutige Veranstaltung bestätigt die Regel als Ausnahme. Wir werden dem leider nicht gerecht. Bis zu dem letzten Zitat deines Beitrages hätte ich hier einen tendenziellen Fall der Optimismusrate konstatiert. Ne, also von einem vielleicht pragmatistischen Ansatz zu sagen, also ne, es gibt Keimformen eines Kosmopolitismus von unten. Das ist die praktizierte Konvivialität. Also Kosmopolitismus von unten ist machbar, Herr Nachbar. Und das passt genau zum Konvivialen. Dann über so eine einerseits die Analyse der Kosmopolitismus, also ich werde dem wahrscheinlich nicht gerecht, aber ich fantasiere jetzt rum, Kosmopolitismus von oben ist sowas wie eine funktionale Fiktion, ja, der dann auch zur Stabilisierung von westlichen, ja, politisch-ökonomischen Regimen beiträgt, plus realer Kosmopolitismus ist eine Widerspruchs- und Konfliktkonstellation, die sich dann in der Sozialfigur des Migranten, der Migrantin, des Migrantischen sozusagen, ja, dann auch materialisiert und sozialisiert. Ja, und dann sozusagen die historische Weggabelung neuerlich mit der Alternative, auch nur zwei Optionen, Barbarei oder jetzt in die Begrifflichkeiten des heutigen Abends gefasst, radikaler Kosmopolitismus im Sinne von No-Border-Politik, einer Überwindung der ökonomischen Logik des Kapitalismus und der politischen Logik des Nationalen, des Nationalstaates. Und wie gesagt, wenn jetzt die letzte Wendung nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist sozusagen ja die düsterste Analyse gewesen. Aber genau, die Hoffnung wurde nicht ganz aufgegeben. Manuel, ich versuche jetzt einfach die drei noch ins Gespräch zu bringen und dann hören wir auf. Manuela, man könnte jetzt denken, dass ihr beide sehr nah beieinander seid, also mit deiner Bezogung, also Daniel und du mit deiner Bezogung des sozusagen des Migrantischen, ja, sozusagen als sozusagen die, der Fokus dieser Konflikt- und Widerspruchskonstellation und einer No-Border-Perspektive. Jetzt könnte man ja aber auch denken, dass nicht
unbedingt migrantische Positionen, ja, Trägerinnen sind von No-Border-Utopien oder Real-Utopien, weil sie denken, naja, sobald ich drin bin, ziehe ich die Leiter hinter mir hoch oder Ähnliches. Also inwiefern würdest du das vielleicht kontrastieren? Ja, vielen Dank. Ist machbar, Herr Nachbar. Ist, glaube ich, die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich gebe zu, dass es mich länger gebraucht habe, bis ich überhaupt diesen Vortrag formulieren konnte, weil ich davor eher so ein Gefühl von Verzweiflung hatte, politischer Art. Also ich tendiere schon zwischen euch. Und was ich dem hinzufügen würde, deiner Zusammenfassung, ist, dass ich gedacht habe, naja, Cosmo, ich würde nochmal, und auch in deiner Matrix oder in deinem Schema, das du anfangs genannt hast, würde ich sagen, naja, wenn, was ich versucht habe zu formulieren, ist, kosmopolitische Praxis als eine Methode oder Strategie zu formulieren. Also das heißt, es muss immer jeweils ein Konflikt formuliert werden, der diese Möglichkeiten bietet und dem man diese Möglichkeiten gleichzeitig auch abringen muss. Und deswegen ist das Migrantische, wenn man so will, für mich ehrlich gesagt auch immer nur ein Beispiel. Ja, an dem wird es sehr, sehr deutlich. Aber wir können auch viele andere Beispiele nennen. Und ich will jetzt einmal ganz kurz nur sagen, ja, No Border, okay, aber, und jetzt, du hast ja gesagt, wir sollen die Unterschiede dramatisieren, das mache ich jetzt mal. Ich frage mich ja, und das ist sozusagen die Kosmopolitik als Praxis, ich frage mich ja, wie bauen wir das zurück? Ja. Das ist so wie bei den Städten, ne, die wir jetzt lebbar machen müssen. Also wir haben es alle erlebt. Ich glaube, 2018 sind 20.000 Menschen in Deutschland an Hitzetod gestorben. Und es bedeutet, dass wir die Städte so nicht lassen können, wie sie sind. Der Beton muss zum Beispiel weg. Ja? Für eine Politik der Migration, die diesen Fluchtbewegungen angemessen begegnen muss, müssen wir zum Beispiel diese Grenzzäune einfach abbauen. Ja? Das, was im Moment getan wird, und das finde ich richtig, und ich würde gerne ganz kurz, wenn ich ganz kurz ein bisschen ganz kurz ausholen darf, weil du gesagt hast, ich sei Aktivistin, ich bin leider gar nicht mehr so viel Aktivistin, wie ich gerne wäre, aber ich habe über Jahrzehnte natürlich die migrationspolitischen Bewegungen und den Aktivismus sehr eng verfolgt, zum Teil war ich Teil dessen. Und was genau diese Grenzpolitiken betrifft, ist man von einer Situation gekommen, in der man eben anfänglich von der Position kein Mensch ist illegal und Grenzcamps zu organisieren in eine Situation, Leute sind ja hier, die das wirklich praktisch jeden Tag machen und die ich dafür in hohem Maßen bewundere, die dazu gekommen sind zu sagen, nein, wir müssen eingreifen. Wir müssen in die Infrastrukturen eingreifen und selber Infrastrukturen aufbauen. Ja, das heißt, das ist eine Praxis, die einen Konflikt an diese Orte treibt, an denen das verhindert wird. So, und ich glaube, dass das natürlich richtig ist und auch weiter betrieben werden muss, dass es aber an dem Punkt natürlich nicht ausreicht, wo es einen Rückbau braucht. Es muss zurückgebaut werden. Und die Frage ist, wie machen wir das? Ja? Und dazu gehört nicht nur die Situation der Militarisierung, der Technologisierung, der Gewalt an den Grenzen, sondern dazu gehört auch die Aufnahme der Leute hier. Also die Veränderung, und da bist du ja jetzt stärker Experte als ich, aber die Veränderung im Alltag, die Veränderung in den Rechtsverhältnissen etc. etc. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen uns das als Politik vor, dann muss es auch eine praktische sein. Und zwar eine, die den Konflikt in genau diese Praxis treibt und sie einfordert. Und ich glaube, das ist sozusagen dann das, was das Wichtige daran ist, es geht eben ums Ganze. Es geht nicht um die migrantischen Personen im Einzelnen. Und es geht auch nicht darum, dass die Leute dann die Leiter einzeln wieder einrollen. Das müssen sie tun, das können sie tun, das ist selbstverständlich. Das steht uns nicht zu, das moralisch zu beurteilen, finde ich. Der Punkt ist doch ein ganz anderer. Der Punkt ist, wie organisieren wir die Verfasstheit unserer Gesellschaft angesichts der verkürzten Zukunftserwartung, die uns bevorsteht. Ja, jetzt, genau, wir sparen uns die Zeit für Zwischenapplause. Nee, das
War natürlich nur ein Scherz. Jetzt wirft Daniel ein, wo war jetzt da der Widerspruch? Ich gebe dir aber jetzt nicht nochmal das Wort, sondern vielleicht, also da, wo jetzt gerade gesagt wurde, also, dass Politik praktisch werden muss, ja, und dass tatsächlich um die Intervention in bestehende Bauten, ja, gesellschaftliche Bauten geht im übertragenen Sinne, da wäre wahrscheinlich die Kritik nicht am Platze an deinem Ansatz. Aber vielleicht könntest du was zu einem Vermittlungsmechanismus in Praxis sagen. Und um hier Animositäten zu schüren, künstlich, wäre die Frage an dich vielleicht, um dann an Sergio zurückzuspielen. Jetzt aus deiner Perspektive, ist Konvivialität nicht ein harmloses Programm? Also ich finde das total spannend auch, weil ich hatte ja jetzt schon Gelegenheit, da länger drüber nachzudenken, weil du einen ähnlichen Punkt ja schon in deiner Einleitung gemacht hast mit der Frage, inwiefern der Kosmopolitismus von unten auf den Kosmopolitismus von oben angewiesen ist, so hast du es, glaube ich, formuliert, oder sozusagen irgendwie eine Form von zumindest einer Kommunikation eingehen muss, ne? Also dass eben diese Verbindung, die kosmopolitischen Verbindungen, die sozusagen die Unterdrückten miteinander unterhalten, ja, abgesichert werden müssen durch Rechtsstrukturen zum Beispiel oder durch ökonomische Macht oder so. Und das sehe ich jetzt eigentlich auch in deiner Frage so ein bisschen, einfach die Frage der No-Border-Politik sozusagen ist eine Politik, die erstmal negativ daherkommt, ja, weil es eben was abwehrt, ja, und weil es auch in der politischen Praxis dann eben eine Praxis der Sabotage ist oder eine, die eben auf Freizügigkeit setzt oder die sozusagen versucht, Grenzregime zu dismanteln, ja, und damit aber eben nicht stehen bleiben kann. Ja. Deshalb würde ich da auch tatsächlich sagen, das ist überhaupt kein Dissens. Und die Frage ist dann aber trotzdem, also ich glaube, trotzdem ist es wichtig, auch zu bestehen auf einem bestimmten Radikalismus, der sich auch ausdrückt in einer Reformismuskritik dieser Bewegung, ja, der nämlich sagt, dass in dem Moment, wo man diese radikale Forderung aufgibt und zum Beispiel dann sich auf solche Begriffe wie Gastfreundschaft oder Inklusion oder Integration oder sowas bezieht, dass das eigentlich diese Gewaltverhältnisse nur reproduziert. Ja, also dass dieses Insistieren auf einer Reformismuskritik eine sehr, sehr wichtige Dimension von No-Border-Politiken ist. Gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, auch wie ihr beide sagt, das darf auch nicht führen zu einem totalen politischen Quietismus, wo man dann keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat und dann überhaupt nicht mehr sozusagen sieht, dass zum Beispiel No-Border-Politiken auch nicht nur ein Zurückbauen sind, sondern auch ein Recht auf Teilhabe, ja, wo es dann eben auch darum geht, eben eine soziale Infrastruktur aufzubauen, wo es darum geht, politische Rechte einzufordern, wo es darum geht, einfach insgesamt Mitglied werden zu können, ja, eines sozialen Kollektivs. Und das ist mit so einem negativen Abwehrkampf nicht getan. Ja. Und da finde ich, sind eigentlich, also wie man diese beiden Seiten miteinander ausspielt oder miteinander moderiert, da finde ich tatsächlich in der abolitionistischen Theorie ganz gute Vorbilder mit solchen Begriffen wie nicht-reformistische Reform, ja, die zum Beispiel von André Gortz geprägt wurde, wo es eben darum geht, zu unterscheiden, welche Reformen oder welche Formen von politischen Interventionen sind denn geeignet, wirklich die globale Bewegungsfreiheit und das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen zu stärken, und welche Reformen laufen mehr Gefahr als andere, dann doch wieder zum Beispiel eine Form von rassistischer Differenzierung einzuziehen oder zu anderen Formen von Einsperrung und Bewegungskanalisation beizutragen. Und ich glaube, man kann beides vertreten. Also man kann sozusagen durchaus eine vorsichtig für Reformen sein und trotzdem aber auf den radikalen Moment auch insistieren. Wolltest du Sergio noch was sagen? Achso, ich sollte ja dazu noch was sagen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist eine total wichtige Grundlage, diese Konvivialität, auch was du mit Gilroy beschrieben hast, sozusagen, dass diese Form von, als eine kulturelle Dimension davon, ne? Also dass diese Vorstellung einer homogenen Nation
die ist sowieso abgefrühstückt, ja, wenn man sich die Metropolen anguckt, ne, und nicht nur die Metropolen, sondern wenn man sich die Lebenswelten anguckt. Insofern finde ich das nicht zu zahnlos, sondern ein wichtiges Element davon. Sergio, ihr macht ja sowieso euer Ding, wie das so bei Podiumsdiskussionen üblich ist, aber ich möchte jetzt zusätzlich zu diesem Harmlosigkeitsverdacht noch die Frage mitgeben, ob du jetzt aus den beiden Beiträgen von Manuela und Daniel irgendwie jetzt für deine Viererliste von Voraussetzungen eines zeitgemäßen Kosmopolitismus irgendwie noch eine Ergänzung sehen würdest. Also ob du meinst, da müsste kategorial noch erweitert werden im Lichte ja, von No-Border-Problematik oder eben auch im Lichte der Widerspruchskonstellation, die Manuela hier mit eingebracht hat. Ja, danke für die sehr, sehr spannende Diskussion und auch für die Fragen, weil das ging gleich in die Richtung, wo ich auch jetzt versucht habe, darauf zu reagieren. Also erstmal vielleicht dann zu harmlos oder nicht harmlos. Ich denke, da gibt es eine, sagen wir so, eine moderate Konvivialitätskritik, und das ist das, was in der Migrationsforschung der Fall ist. Aber selbst diese moderate Kritik ist ja schon sehr emphatisch im Vergleich zu anderen Ansätzen. Was bedeutet diese moderate Kritik? Das bedeutet, dass man eigentlich auf existierenden Formen des Zusammenlebens setzen muss und nicht sagen, Politiken einführen soll, die eigentlich mehr trennen, als die Menschen dann zusammenlassen kommen. Also das heißt, die Art von Grenzen, die eigentlich sagen, etabliert werden durch bestimmte Migrationspolitik, Integrationskurse, alleine schon Integration, ist ein desintegrativer Begriff, weil die Menschen dann de facto schon zusammenleben. Das ist dann, ich würde sagen, die moderate Kritik, der Konvivialitätsbegriff leistet. Es gibt aber eine viel radikale Kritik, und das ist dann, wenn man dann auf die Konvivialität zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen. Da kommen wir zu meiner Kapitalismuskritik, das eine ganz andere Dimension dann gewinnt. Ich würde sagen, radikaler noch als der Marxismus, weil dann eigentlich die Unmöglichkeit nicht nur der Reichtumskonzentration und so weiter, sondern die Unmöglichkeit aufgrund des Charakters von den Lebenszyklen auf dem Planeten weiter auszuschöpfen und die Natur weiter auszubeuten. Also das heißt, das ist dann, wenn man dann die Menschen diese exzeptionale Rolle auf dem Planeten abspricht und sagen, wir sind eigentlich einer von vielen anderen Lebewesen. Wenn man dann, Dipesh Chakrabarti, glaube ich, formuliert das auch sehr präzise, indem er sagt, wir sind einfach zu spät gekommen, um jetzt der Protagonist sein zu wollen. Also der Planet war schon vor uns da und wird auch nach uns weiter existieren. Das heißt, wir sind auf die anderen angewiesen, viel mehr als die anderen Lebewesen auf uns angewiesen sind. Wobei ich das gar nicht, diese Trennung machen würde. Ich würde sagen, wir führen ein interdependentes Leben. Und das ist wirklich so eine radikale Kritik, die ich sonst nicht überall sehe. So, jetzt zu den Grenzen. Ich denke schon, dass eine No-Border-Politik ist eine Antwort auf die Frage, also wenn man dann so minimalistisch, wie ich versucht habe, Kosmopolitismus definiert als Gerechtigkeit jenseits von Grenzen, dann ist eine No-Border-Politik eine ganz klare Form des Kosmopolitismus, in dem dann die Grenzen, die nationale Grenzen, eigentlich keine Legitimität mehr zugeschrieben wird. Aber das ist meines Erachtens, das reicht da nicht aus. In anderen Fällen brauchen wir dann doch Grenzen. Wenn man dann auf Stefan Lessing nicht zurückgreift, Externalisierung, da brauchen wir Grenzen. Wir können nicht den Kapitalismus einfach die Probleme von einer Region auf anderen externalisieren lassen. Ich bin ja gespannt zu sehen, was in der
Energiewende passiert, was dann mit den anderen Regionen der Welt passiert, wenn Europa die sagen, Energiewende und weiterhin Menschen dann mit ihrem elektrischen SUVs dann überall fahren, ist, also in dieser Energiewende gibt es Kosten und diese Kosten werden wahrscheinlich nicht nur von Europa bezahlt. Also da brauchen wir tatsächlich Grenzen, die zeigen, wir können diese Kosten nicht einfach externalisieren. Aber wir brauchen Grenzen auch in den Zugang zu den Naturressourcen. Da muss dann Grenzen gestellt werden. Das können wir nicht sozusagen Sache des Kapitalismus sein, einfach weiter zu die Natur auszuschöpfen. Also insofern denke ich, dass die Grammatik des Snowboarders ist eine wichtige Dimension des Kosmopolitismus, aber deckt nicht alle Dimensionen, die wir heute dann brauchen. Ja. Die Zeit muss sein. Bei dem Bild von den zu spät gekommenen Planetar kann ich mir das Wortspiel nicht ersparen, zu sagen, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Offensichtlich. Der Mensch und dann in seiner gesellschaftlichen Verfasstheit, also das menschliche zusammen dem in seiner gesellschaftlichen Verfasstheit, kapitalistisch-nationalstaatlicher Vergesellschaftung, bestraft offensichtlich alle Formen des Lebens, und zwar nachhaltig. Ich möchte, Zeit schreitet ja voran, und kurze Antworten sind ja nie so beliebt. Deswegen würde ich gerne eine Schlussrunde einleiten, und zwar mit dem Punkt, den du, Manuela, wenn ich mich recht erinnere, angebracht hast, nämlich, dass der Kosmopolitismus immer sozusagen von der Zukunft gelebt hat, von der Vorstellung von Zukunft, vom Zugriff sozusagen auf die Zukunft. Und das wird man ja wohl sagen können, das gilt für alle Vorstellungen und Praktiken gesellschaftlicher Transformation. Ja, irgendwie muss da eine Zukunft sein, auf die man zugreifen kann und in die man dann sozusagen stoßen möchte. Wenn diese Zukunft aus unter anderem den hier genannten Gründen und zum Teil sehr radikal gezeichneten Gründen eigentlich nicht mehr besteht. Was heißt das denn für einen Kosmopolitismus von unten? Ihr habt das zum Teil angedeutet, aber vielleicht nochmal auszubuchstabieren. Was heißt das, sei es in der Reformulierung als Konvivialität oder als No-Border-Praxis? Was heißt denn diese Rechtszensierung der Zeit, dass es die Zukunft eigentlich nicht mehr gibt? Was heißt das für solche transformativen Praktiken? Sergio, du hast gerade das Mikrofon. Ja, okay. Ich werde vielleicht, weiß nicht, ob es das legitim ist, aber die Frage dann nutzen und eigentlich auf einen ähnlichen Punkt einzugehen. Das ist illegitim, aber darf ich es tun. Und zwar, aber das passt ja schon, ist diese, also ich glaube, das war sehr spannend, diese vier Felder, die du da beschrieben hast, und mit dem Kosmopolitismus von unten, Kosmopolitismus von oben, Nationalismus von unten, Nationalismus von oben. Ich denke, das macht Sinn, theoretisch, aber analytisch und politisch sehe ich diese Unterscheidungen nicht. Und das gilt vielleicht dann doch als Teil zumindest der Antwort auf die Frage. Also das heißt, auch wenn wir von einem Kosmopolitismus von unten ausgehen, braucht dieser Kosmopolitismus von unten Rahmen. Sei es No Border, das ist jetzt da nicht mehr Kosmopolitismus von unten. Also das heißt, die Migrantinnen alleine selbst werden die Border, die Grenzen nicht auslöschen. Die brauchen irgendeine Form des Völkerrechts, irgendeine andere Ebene, in der das dann beschlossen wird. Aber auch wenn wir sagen, und das hat ja Sila Benhabib auch erwähnt, also Zugang zu dem Landrechte und so weiter, zu Indigenen und so weiter und so fort. Auch dafür brauchen wir ein starkes Völkerrecht. Auch dafür brauchen wir auch starke Staatsbündnisse, sei es auf der Ebene der Vereinten Nationen, sei es auf anderer Ebene, in dem dann sagen diese Garantien bestehen, damit die Menschen ihre sagen, alltäglichen Kosmopolitismus betreiben können. Und insofern auch Nationalismus von unten, von oben. Also gerade was wir dann schon in den USA erlebt haben und anderen Ländern, aber ich sehe das ganz dramatisch in Brasilien, die Menschen, die dann hinter Bolsonaro stehen,
die sind schon sagen, eine Form von Nationalismus von unten, aber die werden dann nicht so unterscheiden von diesem Staats- und regierungsbetriebenen Nationalismus. Also insofern sehe ich da so eine Kopplung, die nicht zu trennen ist. Vielleicht ein allerletzter Punkt wäre dann auch die Frage, aber da ist ja schon sagen eigentlich deine Frage für Schiller Ben Habib sagen, und wo ist ja dann, ist das nicht immer so Kapitalismus, dass es so geschieht? Da würde ich dann gerne auch das Beispiel Brasilien hier nehmen. Da sehen wir ganz eindeutig, dass bestimmte Formen der Ausbeutung der Natur, der Aufhebung des Umweltrechts, der Überausbeutung der Arbeiterinnen, also im Sinne von Aufhebung von ganz basalen Arbeiterrechten und so weiter, das ist in einer Demokratie nicht möglich. Das ist im Rahmen eines demokratischen Kapitalismus nicht möglich. Dafür braucht man dann autoritäre Regime. Und das ist meines Erachtens das, was diese Regime, sei es in Brasilien, sei es in Indien, heute leisten. Die leisten einfach eine Ausdehnung der Grenzen der Kapitalakkumulation, die eigentlich unter seriösen Demokratie nicht möglich ist. Ja, von der aber vielleicht die seriösen Demokratien profitieren. Das ist immer mein Standardargument bei dem. Bitte, Manuela. Das wäre jetzt auch mein Standardargument gewesen. Genau, also weißt du, ich glaube, ich könnte jetzt mit einer Reihe von Beispielen kommen, wie zum Beispiel Extraktivismus in Serbien funktioniert aktuell. Ja? Da kann man natürlich sagen, okay, autoritäres Regime, stimmt. Gleichzeitig gibt es dort im Moment, und das würde ich sagen, ist das Interessante, wenn wir uns die Fragen danach stellen, nach der verkürzten Zukunft, dann müssen wir natürlich sagen, das Erste, was wir brauchen, ist eine gewisse Furchtlosigkeit. Also wir müssen dann sagen, okay, ist ja auch schon sehr viel verloren, kann man sagen, okay, dann können wir es jetzt wenigstens probieren und darauf kommt es jetzt eben an. Und ich finde, das Problem mit dem Konvivialismus ist gar nicht so sehr, dass es diese Orte gibt, an denen Menschen zusammenleben. Die gibt es immer und die wird es immer geben. Die Frage, die sich aber stellt oder die an diese Praktiken gestellt wird, ist ja immer die der Skalierbarkeit. Ne? Und die ist unfair, weil die Ressourcen nicht da sind, aber die Frage nach der kosmopolitischen Praxis ist der Versuch, würde ich sagen, diese Frage beantwortbar zu machen, indem man sagt, okay, wenn diese Ressourcen nicht vorhanden sind, dann müssen diese Konflikte strategische Konflikte sein, die ein solches Zusammenleben, wenn man so will, erweitern, ermöglichen, sozusagen die Bedingungen dieses Zusammenlebens die vergrößern. Und das Beispiel mit Serbien ist deswegen interessant, weil dort an verschiedenen Punkten, und du hast ja gesagt, ist sozusagen die migrantische Figur die einzige, das würde ich nicht sagen, sondern da wird jetzt eben an verschiedenen Orten werden bestimmte seltene Metalle, aber auch häufiger vorkommende Metalle extraktiviert. Wir sprechen von Europa. Und es gibt einen Ort an der bosnischen Grenze, Loznica heißt der, und da ist vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr, haben die Leute, weil eben von einem Konzern, Rio Tinto, weit bekannt für Extraktivismus, aufgestellt zwischen Australien, Chile und anderen Ländern, ein multinationaler Konzern, eben jetzt Lithium gewinnen möchte. Und dort hat sich vor Ort in diesem Dorf und von diesem Dorf ausgehend ein Konflikt entfacht, wo die Leute angefangen haben, an 2 Wochenenden hintereinander die Autobahn zu besetzen. Und die Autobahn ist deswegen interessant, weil sie nicht nur den Verkehr innerhalb Belgrads, wenn man es besetzt, verunmöglicht, sondern auch den Verkehr innerhalb Serbiens verunmöglicht und nicht nur das, auch den Verkehr innerhalb der Europäischen Union verunmöglicht, weil es eine der zentralen Straßen, der Autoput nämlich ist, an dem eben Logistik von Waren, Gütern und so weiter stattfindet. Das, was ich damit sagen will, ist, es gibt ein kleines Dorf in Serbien, ja, von dem wir denken würden, das hat eigentlich gar keine kosmopolitische Dimension, aber die Schaffung vieler solcher kosmopolitischer Praktiken, solcher vieler serbischer Dörfer, wäre natürlich genau die Strategie,
die mit einer gewissen Furchtlosigkeit und dann eben nicht unbedingt Fragen, die ideologisch sind, sondern die vor allem oder normativ oder humanistisch, sondern die vor allen Dingen praktisch sind, diese Fragen sozusagen zu multiplizieren, um eine mögliche Zukunft, also eine Lebbarkeit auf diesem Planeten zu gewährleisten. Mhm. Vielen Dank. Schafft ein, zwei, viele. Ich setze den Satz jetzt nicht fort. Daniel, du hast leider nur noch eine Minute. Ja, ich glaube, das ist auch angemessen, weil ich wieder so eine depressive Note reinbringen will nach dieser Zukunftsorientierung. Dann eine also halbe. Ich bin dankbar, dass du nach der Zukunft fragst, weil es mir nochmal Gelegenheit gibt, auch so ein Bedenken anzumelden, das ich selber habe an diesem Satz von Rosa Luxemburg mit dem Sozialismus oder Barbarei, weil es nämlich eben die Katastrophe für die Zukunft erwartet. Ja? Und sozusagen so eine Situation aufmacht, so, ja, wir müssen, jetzt haben wir noch die Chance und in der Zukunft müssen wir uns entscheiden. Und das blendet eben aus, dass die Situation immer schon auch in der Vergangenheit eine der Barbarei war für viele, für sehr, sehr viele Menschen. Ne? Und dass sozusagen eben auch in der Vergangenheit die Barbarei präsent ist und der Sozialismus auch präsent, aber eben für andere Menschen. Und dass deshalb diese Orientierung auf die Zukunft vielleicht von vornherein viel zu optimistisch gedacht ist. Ja? Und es eher darum gehen müsste, so auch nochmal in die Vergangenheit zu schauen. Ja? Und das kann man halt so verstehen, also diese Vergangenheitsdimension ernst zu nehmen, ja auch vielleicht auch im Sinne von der kritischen Theorie mit Begriffen wie Eingedenken oder so, das einerseits als Trauerarbeit, ja, also das auch wirklich sich klar zu machen, was das für ein Verlust ist, diese 40.000 Menschen, die gestorben sind durch die Grenzen. Ja. Es gibt diesen Slogan, den ich so wunderbar finde, wir sind nicht alle, es fehlen die Ertrunkenen. Ja, also sozusagen diese Unvollständigkeit und diesen Verlust auch mal zu benennen, der da geschehen ist. Aber ich finde auch sozusagen, man kann da auch durchaus politisch sehr, sehr weitreichende Konsequenzen rausziehen, jenseits von dieser Trauerdimension, die mit dem Begriff der Reparation zu tun hat, ja, oder der Reparatur. Also das ist eben ein Begriff, also dieses Repairing, der eine Vergangenheitsdimension hat. Und ich glaube, dass sozusagen so das als diese Vorstellung, dass das Unrecht, was geschehen ist, dass das eine Art von Reparatur bedarf, dass das eigentlich sehr, sehr weitreichende und sehr, sehr viele Felder aufmacht, ja, sowohl was die Entschädigung angeht, Racial Justice im Sinne von Versklavung und Kolonialismus, aber auch viel ökologische Komponenten, ne, also der Reparatur, also eines anderen Umgangs mit dem Planeten. Und dann komme ich sozusagen bei ähnlichen politischen Forderungen raus, aber eben nicht als eine Zukunftsorientierung, sondern eher als eine politische Haltung, die ihren Auftrag aus der Vergangenheit erhält. Ich möchte jetzt den persönlichen Applaus nicht vorenthalten. Aber sozusagen der summarische Strich wäre dann, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und das wäre wiederum die Rahmung auch für die kommenden beiden Tage. Ich danke euch, also nein, das meine ich nicht so. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Beiträge, fürs Herkommen, für eure Beiträge, für die Diskussion. Und verweise jetzt auf die Möglichkeit, sich unten zu stärken, zu laben. Ich weiß nicht, ob es da wärmer ist, aber es gibt auf jeden Fall zu essen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Vorgriff auf das Vivir Saboroso ist, vermutlich nicht. Dennoch der Stadt Frankfurt ganz herzlichen Dank für die Organisation des weiteren Abends.